Guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge von ARK. Mit dabei Florentin, Nicola, den ihr nicht seht, und natürlich ich. Es geht los. Hey, der Beginn einer neuen Ära, es wabert im dunklen Sumpf und ein neues Format entsteht, es entspringt. Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden, die Paartherapie war anscheinend erfolgreich. Wir können wieder miteinander reden. Mhm. Unser Therapeut hat uns allerdings diese Glasscheibe empfohlen, die wir aus Sicherheitsgründen noch zwischen uns haben sollen. Aber das ist natürlich nicht nötig für unseren dritten im Bunde, dritten Kompagnon, der uns zur Seite gestellt wurde, als Vermittler, als Therapeut auch. Hallo Nicola. Ja, guten Morgen. Wo ist er? Zu euch wo aus ist er? Der wo ist er? Im Äther. Aus dem Himmel. Aus dem Himmel. Hey Nicola, schön, dass du da bist. Wir brauchen ja immer jemanden, der so ein bisschen Vernunft und Struktur und auch die harte Arbeit reinbringt. Ja. Damit wir uns wohlfühlen können, uns ausbreiten können in Faulheit und anderen Dingen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir wollen keine Garantie abgeben, wie lange wir ARK spielen. Wir haben lange überlegt, welches Spiel wir antasten können nach Dark Souls, das wir brillant durchgespielt haben. Und wir haben lange überlegt, was wir machen können. Dann haben wir gesagt, wir nehmen einen Buchstaben weg. Genau. Und haben gesagt, es wird immer weniger. Und nach Dark Souls kommt ARK. Und deswegen fangen wir an, weil wir haben gemerkt, eine große Leidenschaft, die uns alle drei verbindet, sind natürlich Dinosaurier. Und deswegen herzlich willkommen zur ersten inoffiziellen Folge von Dino Plus. Hier geht's um Dinos, oder? In ARK geht's um Dinos. Es geht um Dinos, glaube ich. Wir haben's alle, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das schon mal gespielt hatte, ob ich das schon eine Session gespielt habe oder noch nie. Ich fasse mir an meine Erinnerung. Deine Erinnerung ist in deiner Brust. Ist hier, ja. Weil mein Gehirn ist zu groß gewesen. Dann haben die das Erinnerungszentrum rausgeschnitten. Durch die Speiseröhre. Achso. Die mir hier wieder eingepflanzt. Okay. Das ist jetzt hier. Mhm. Hier sind meine Erinnerungen tief das verborgen. Heißt, oh, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Ja. Genau. Woran erinnern Sie sich? Ja, komm voran. Also wir müssen Dinosaurier zähmen, glaube ich, und einfach überleben. Es ist ein Survival-Spiel. Das heißt ja auch Survival Evolved. Und wir fangen mal direkt mit der Charaktererstellung an. Lass uns mal direkt reinschnüffeln, sonst verlieren wir uns. Also wieder. Die erste Folge heute wird nur Charaktererstellung, weil ich habe schon gesehen, es ist ein Traum. Es gibt viele Regler und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir uns als Gruppe es ist natürlich die gute alte Frage. Black Day, never skip Black Day. Es gibt natürlich zwei Richtungen, in die man gehen kann. Kurze Beine, lange Arme. Ja, genau. Oder lange Beine, kurze Arme. So sieht's aus. Ich gehe gerade eher in die Richtung lange Beine, kurze Arme. Ich weiß. Das hat auch was. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung geht's bei dir? Warte mal. Erstmal nehme ich ein bisschen ab. Ich bin zu fett. Ich muss ein bisschen was abnehmen hier. Ah, hallo, entschuldigen Sie bitte. Geht's hier zum Sprintwettbewerb? Wir sehen hier einfach schon, dass wir dieses Format nur so halb ernst nehmen. Aber ja. wie kann man anders? Wie viel Selbstbeherrschung braucht man, um in dem Moment nicht zu sagen, man spielt einen komplett Wahnsinnigen einfach? Weißt du was? Ich möchte das ja auch ein bisschen ernst nehmen, ne? Und immer, wenn ich irgendwie online spiele und Leute sabotieren die Ernsthaftigkeit eines Spiels, indem sie völlig alberne Charaktere haben, dann denke ich mir so, ey, du Arschloch, du ziehst mich raus aus der Welt mit deiner Albernheit. Und deswegen mache ich jetzt mal einen halbwegs normalen. Ich weiß ja, es geht. Ich kann ja jederzeit. Ja, ich versuche halt so auch so ein bisschen mich selber mit ins Spiel zu bringen, um so ein bisschen die Immersion zu stärken. Deswegen versuche ich mich an meinen eigenen Körperformen natürlich hier ein bisschen anzupassen. Und man sieht es vielleicht nicht. Ich trage sehr weite Kleidung, aber ich trainiere viel. Und dementsprechend trainiere ich sehr fokussiert. Weil natürlich damals in der Welt, wenn so ein Dino dich anspringt, dann musst du natürlich ihn auch niederringen können. Deswegen ist das besonders wichtig. Aber das ist, ich glaube, das sind Reiterbeine, die du hast. So, weil, also wenn du jetzt zum Beispiel. Damit das Pferd nicht zerdrückt aus Versehen, müssen die ganz schwach sein. Ja, aber du kannst halt zum einen das, aber du hast natürlich wie so Dalsim, kannst du dich jetzt quasi um den Leib eines Dinos rumschlängeln. Also wenn du so zum Beispiel jetzt auf einem Stegosaurus sitzt, dann kannst du die Beine so richtig und dann kannst du ihn führen und so. Weil wenn ich normale Beine habe, ich kann ja gar nicht so richtig. Quasi, die sind ja so breitrückig teilweise. Ich finde, das ist cool. Ich finde lange Beine, kurze Arme ist witziger. Richtig gut finde ich auch die Kopfoption. Man kann Kopf natürlich, aber auch obere und untere Gesichtshälfte unterschiedlich voneinander. Aber das ist wie wenn jemand mit dir flirtet.
Und du verstehst die Zeichen nicht. Ja. Ja, ne? Untere Gesichtsbreite natürlich auch ganz klein. Und Halsumfang ist natürlich auch immer eine Frage, ne? Ich hab so einen Halser. Ich hab so einen Halser, zeig ich dir da. Okay, wir müssen anfangen. Wir brauchen natürlich auch einen Namen. Wir brauchen natürlich auch einen legendären Namen für uns, denn wir sind Überlebende. Hier heißt es direkt, neun Überlebenden erstellen. Wir können in verschiedenen Zonen starten. Ja. Ich würde sagen, schon schwer, oder? Schwer? Was? Schwer. Nein, Alter. Klar, wir sind zu dritt. Okay, dann halt schwer. Aber dann fang nicht an, dich zu beklagen, wenn du verhungerst oder so ein Scheiß, ne? Das wäre schon echt wichtig. Name. Also, Name Mensch. Wie hießen die drei ersten Menschen? Also was war der erste Name? Weil ab einer gewissen Population braucht man Namen. Ja, der erste muss ja Adam gewesen sein. Ja. Was ist, Kain und Abel kamen irgendwann noch? Finde ich nicht schlecht. Adam. Ich überlege gerade mit Dino. Florin Dino. Die Schlange sein, bitte. Die Schlange, die ist cool. Die Schlange ist cool. Ich schmeiß da aus dem Paradies raus, ja. Ja. Also warte, das wer? Ja, pass auf. Dino De Laurentiis. Wie Littlefoot. Rentis. Ich heiße Littlefoot. Oh, stimmt, Littlefoot. Littlefoot. Ja, Littlefoot war der erste Dino-Charakter, an den ich mich erinnere. Das war aus dem Film. Es war einmal vor. In einem Land vor unserer Zeit. Da hieß doch der kleine Brachiosaurus. Da hieß Littlefoot. Das stimmt. Den gab's da noch, Petri gab's noch, das war der Flugsaurier, glaube ich. Aber dann brauche ich, ich nehme aber Riesenfüße, damit das quasi den Namen konterkariert. Ja. Ich habe riesige Füße, heißt aber Littlefoot. Das ist doch lustig. Ich heiße Dino Pino. Dino Pino, mhm. Und Florentin heißt? Fertig. Herzlich willkommen, mein Name ist Dino Pino. Achso, welches Spawn-Region? Ich bin bereit zu überleben. Ich habe Lust am Leben. Ich habe Lust. Gemeinsam spawnen, ne? Wollen wir vielleicht. Wir nehmen hier Nerdzone, oder? Wollen wir vielleicht Medium nehmen? Ostzone? Ja, ich kenne mich nur in der Südzone aus, deswegen. Ja, du musst halt aus deiner Comfortzone raus, Nikola. Das geht nicht. Du kannst dir nicht hier irgendwie 100 Guides durchlesen. Nee, machen wir Ostzone 2. Okay, Ostzone 2. Man hat hier sogar so eine Illustration, wo genau das ist auf der Map, die einem jetzt nicht so wahnsinnig viel hilft. Aber ihr könnt ihr joinen. Ich weiß nicht. Kann man uns abstechen? Können die Zuschauer kommen und uns massakrieren? Das wäre schön. Ja. Also, Ost 2. Wir entscheiden uns für Ost 2. Ost 2, okay. Neuen Erlebenden Überlebenden erstellen. Oh. Erstellen, los geht's. Oh, das ist ja. Ist das Cortana? It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. Das geht um die Dinos. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Okay, es gibt eine Story. Davon bin ich überrascht. Alles hängt von unserem Überleben ab. Oh nein! Bin ich der Auserwählte? Sind wir die Auserwählten? Ich glaube, wir sind die Auserwählten 3. Oh, Mangroven! Okay, wow. Wollen wir uns erstmal finden? Oh, okay, das ist ein Geschwindigkeitsspiel. Ich glaube, meine Maus ist ein bisschen schnell, kann das sein? Nils. Mein erster Impuls ist irgendwie Holz sammeln. Ja, ja, ich boxe das. Ja, wir müssen uns boxen. Finden. Box dich durch. Wo seid ihr denn eigentlich? Also, das ist doch irgendwas. Oh Gott. Ey, das ist ein Spinosaurus. Warte mal, langsam. Können wir uns finden irgendwie? Wäre ganz gut. Ey, ich habe ein neues Level erreicht, in dem ich gegen den Wald geboxt habe.
Ich hasse also die Natur. Mein Feind Holz. Oh Mann. Shit. No. Ein fucking Spino. Das ist ein Dimitrodon. Achso, das ist nur ein Dimitrodon. Okay, wir merken schon, wer hier das, was ist was. Dinos vor der Sendung gelesen hat. Ich habe nur den Kamm gesehen und dachte, das ist ein Spino, weil Spinos lebten halt im Sumpf. Ich wusste, dass der Dimitrodon jetzt hier auch angeschissen kommt, aber frisst der mich direkt, wenn ich da rangehe? Hey! Tja, find's raus. Auf geht's, trau dich. Trau dich nicht. Ja, putschi. Ja, putschi. Ja, komm. Putschi. Hallo! Okay, ich kann den, glaube ich. Und er taucht ab. In welchem Gebiet hat er genommen, hat gespawnt? Ost 1, 2 oder 3? Ost 2, echt? Okay. Oh, Achtung, Gesundheit. Gesundheit steigt. Nahrung sinkt. Ost 2. Kann ich leveln? Okay, ich habe verschiedene N-Gramme. Ist das ein. Spielen wir es auf Deutsch? Was ist denn N-Gramme? Das ist doch quasi die Technologie, der Forschungsbaum, den wir hier haben. Engramm Bauplan. Ah, Bauplan. Das sind so Rezepte. Ich kann eine Steinspitzhacke bauen. Und wo ist mein Inventar? Oh, ich hab ein Dino. Ich hab Stroh und Holz. Ah, hier, guck mal. Und Stein. Moment. Engramm, Steinspitzhacke. Holz, Stein, Stroh. 1, 1, 10. Holz. Genau, ihr bekommt mit der Zeit XP, das seht ihr in der Mitte, über der Gesundheit Holz, ist so eine XP-Anzeige. Und wie kann ich das jetzt bauen? Ja, das kannst ist dann über den Herstellungstab kannst du dann bauen. Also du gehst wieder zurück ins Inventar. Ja. Und dann oben links ist Herstellung, Ich kann das einfach aber doppelklicken. Ah, okay, doppelklickt. Ah, Fertigungswarteschlange. Warte mal, doppelgeklickt hast du da drauf? Ja. Wenn du die Rezepte hast, kannst du doppelklicken. Jetzt habe ich das im Inventar. Oder nicht? Oder muss ich das noch lernen? Perfekt. Jetzt kann ich eins. Oh, Leute! Jetzt! Das war's für dich, Holz! Holz, dein letztes Stückchen hat geschlagen. Ich find's auch geil, dass man Stroh kriegt. Ist ein Hotkey für Inventar? I? I ist Inventar, ja. Könnt ihr aber auch umlegen auf Tab oder so. Vielleicht ein bisschen angenehmer. Fackel, Feuerstein. Wie können wir uns denn jetzt überhaupt finden? So kann ich das nicht lernen. Ich muss halt Zeit mit irgendwas die Map essen, aufmachen. Ne? Genau, die Anzeigen seht ihr alle rechts unten. Ah, okay. M ist die Map. Ich sehe nur ich. Ja. Ichosaurus. Das ist richtig. Es gibt ein Ichio. Ah, scheiße, ich habe mich angelegt mit einer Riesenschlange. Außersehen, die sah aus wie ein Baum. Ich habe sie ins Gesicht geschlagen, weil jetzt ist sie richtig sauer auf mich. Hey, Buddy, das war nie meine Absicht. Sie ist riesengroß. Oh Gott, die Musik ist richtig dramatisiert gerade. Oh, ich verprügel die jetzt. Mir ist kalt. Ich sollte einen wärmeren Ort aufsuchen. Ich verprügel die Schlangenschlange. Bin ich komplett bescheuert. Wir haben uns das lebenfeindlichste Gebiet ausgesucht, wo man spawnen kann. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das ist Medium hier, das geht schon. Das ist zweithöchste Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Oh, sie hat mich erwischt! Aber ihr seid der Profis, ihr seid ja von Daxos jetzt gestellt. Oh, sie wollen mich umzingeln, ich muss weg. Jetzt schon dunkel, das ist auch verrückt. Ey, wir müssen uns treffen. Was ist mit der Map? M? M, ja. Oh, ich bin wieder vergiftet. Ach, Mann! Ja, aber gut, wie können wir uns treffen? Habt ihr irgendwelche Dinge in der Umgebung, die ihr erkennt? Also irgendwie große... Ein Zumpf. Oh. Guck mal hier, ich mach mal meine Map auf. Mach mal deine Map auf. Dann können wir uns... Ich bin direkt bei 50 ganz am Rand. Moment, ich bin bei 80, 90. Moment, wo bist du? Mach mal, ach du mal auf. Ja, 50, 90. Wir sind exakt gleich. Ja, wahrscheinlich bist du einfach wir müssen doch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Ja, wir sind... Wie mal, sollen wir uns finden? Pass auf, siehst du das? Seht ihr das endlose Meer? Ich auch. Ja, oder ist das mein Bildschirm? Wir treffen uns genau am Rand des endlosen Meeres. Auf diesem Stein. Moment, siehst du diesen großen weißen Stern am Himmel? Ja. Das?
Du bist ein gutes Stück näher. Wow. Moment mal, ich glaube, ich muss nur auf dich zulaufen. Ja. Ich hoffe nur, dass ich nicht auf dem Weg erfriere. Das wäre so schön. Okay, danke. Erfrieren? Das ist ganz schön gemein. Oh, hier gibt's richtig große Dinos. Ey, ich check das immer noch nicht. Ich hab doch jetzt ein Lagerfeuer. Was fehlt mir denn zum Bauen? Feuerstein. Feuerstein gibt's aus normalen Steinen. Und wie nehme ich Steine auf? Einfach dagegen hauen. Oder mit der Spitzhacke dagegen hauen, das ist ein bisschen besser. Gibt's dann mehr Steine. So, ich bin jetzt bei der Leuchtquelle. Seid ihr da auch gerade? Scheiße. Nee, wir sagten ja gerade, wir treffen uns am Rand. Was meinst du mit Stein? Ich höre jemanden auf. Einfach mit Linksklick dagegen schlagen. Ich höre auch jemanden laufen. Hallo? Es tapst hier. Ich will nicht ins Wasser gehen, weil mir ist eh schon so kalt. Nein. Wo seid ihr alle? Nein. Die Kälte. Sie erfasst mich. Oh. Sie lähmt meine Glieder. Dino. Hey! Hier ist hier ein Stein. Fuck you! Da! Ich bin tot! Ich auch. Ein Caprosurus! Level 15. Genau, ich auch. Wie, ihr seid tot? Von einem Caprosurus! Wollen wir nicht doch in Zone 1 gehen? Nein, Nikola, hör doch, gib doch nicht sofort auf! Ja, nicht, dass die ganze Folge so aussieht. Wir müssen uns nur finden, dann können wir alles gemeinsam schaffen. Okay, probieren wir es einmal. Ja, ich spawn zufällig dann. Zufälligen Ort ich raff das nicht mit Stein. Sorry, was meinst du mit Stein hauen? Es gibt solche Felsen mitten in der Landschaft. Alter, das ist ein... Das ist ein Scherz erkennen, gerade mal alles dunkel ist. Hier ist ein Sauropode, aber das ist ein Wario. Wow. Das sind die hier auch ein bisschen seltener. Nee, der hat einen Schwanz. Oh shit, und schon wieder tot. Aber warum... Was? Oh, das weiß ist nicht, wie wir das überleben sollen. Rust all over again, einfach immer sofort sterben. Oder wollen wir eine Schwierigkeitsstufe tiefer gehen? Nein! Okay. Nikola, ich bitte dich, gib doch nicht sofort auf! Okay, ich glaube, ich bin jetzt wieder tot. Von der Titanoboa. Ich raff aber nicht, wie das mit dem Stein geht. Ich sehe leider gerade keinen. Warte mal, wir können schreiben? Ja. Zumindest sind wir auf dem selben Server. Das ist das schon mal Oh Mann, ich bin schon wieder, das geht nicht. Ich spawne im Maul eines Ungetüms. Jetzt tot von einem. Machst du hier irgendeinen Vibrationsalarm, wenn du stirbst? Von einem, ja, hat das ein Rumble Pack? Ja. Nee, warte mal, ich glaube, du hast einen Controller, oder? Ja, das stimmt. Ja, einen Controller habt ihr angeschaut. Der rümpelt immer, wenn du stirbst. Das ist zu intensiv für mich. Ich möchte jetzt da läuft jemand. Da liegt jemand von euch, oder? Nikola! Alter, ich bin wieder im Maul eines Ungetüms gespawnt. Ich stehe direkt kurz vor dir. Ach, du bist vor mir. Ah, cool. Ich stehe direkt vor dir. Jetzt zeig mir das mal mit dem Stein, bitte. Siehst du einen Stein? Warte mal. Ja, hier oder nicht? Ich muss kurz das Spiel heller machen, ich sehe gar nichts. Es ist ja auch nachts, wir müssen ja wahrscheinlich... Ich laufe jetzt zu diesem grünen... seht ihr diesen grünen? Ja, komm mal zum Stein, Nils. Der alte Stein, ja. Gibt ja nur einen hier, zum Glück. Ach, der hier. Nein! Ja! Hey, wir müssen auch mal hell machen. Warum bin ich schon wieder tot? Wie das überhaupt jetzt noch? Helligkeit. Tja. Himmelsqualität. Ist der Himmel okay? Oder soll ich an der Himmelsqualität? Soll der ein bisschen runter? Ist der Himmel zu krass? Der ist zu krass, ja, der ist zu krass. Ich sehe irgendwie keine Option dafür. Also ich sehe keine Helligkeit. Es ist ein dunkles Spiel, Leute. Macht die Lampen an. Aber es wird ja bald wieder hell, bestimmt. Neuer Level verfügbar. Zur Anwendung Inventar öffnen. Aber kannst du unter Mitte fallen lassen. Nee, lass mal, Kollege. Also ich muss auch sagen, Moment, ich kann das nicht wegklicken? Ja, ich glaube, der Controller ist aktiviert. Ich glaube, du musst auf B auf den Controller drücken. Wie? Ist es einfach... Jetzt hinter dem Bildschirm oder vor dem Bildschirm, unter dem Bildschirm. Da nein, jetzt hör doch mal auf, Tier! Mann, ey, Leute, das ist einfach... Ich sterbe, ich bin tot! Nils, konzentrier dich, komm einfach zu uns. Ich bin immer tot! Erstmal gesundert leveln. Sicher. Geil, dass der Esther immer vibriert. Oh Mann. Ich ernähre einfach unzählige Tiere mit meinen zahlreichen Körpern, die hier... Sehr vorbildlich, ja. So, Nikola, wollen wir mal was starten? Ich baue mal ein Lagerfeuer. Achso, wir wollen das Stein hier abbauen. Der ist aber freundlich, der tötet mich nicht, oder? Tja, der ist irgendwie ein bisschen zu tief hier. Oder wollen wir einen Stamm joinen? Stimmt, dann können wir uns gegenseitig sehen, glaube ich.
Kannst du mich mal einladen? Oh, ja, warte mal, ich mach mal einen neuen Stamm. Ja? Ey, ihr wollt nicht, ihr checkt ja eigentlich, dass ich jedes Mal Spawn... Kill hab hier. Ja, ihr könnt schlecht helfen, wir haben nichts. Ja, ihr macht da euer Ding und so. Ich, ich bin der Depp, der stirbt. Und ihr baut hier irgendwelche feinen Sachen. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Ihr habt mich eigentlich schon ausgeschlossen. Die harte Natur. Kriegst du so lange ein Respawn, bis du bei uns bist. Das ist mein Tipp. Hab ich dich eingeladen? Geil. Nee, bisher noch nicht. Nein, die sind friedlich. Die warte mal, y doch jetzt. Dino Pino hat mich eingeladen. Ja, wow. Ja, doch. Jetzt habe ich was bekommen. Paraceratherium. Wow. Ich glaube, ich muss erst einen Stamm gründen, bevor ich einen join kann. Ich hab einen gegründet. Ja, warte mal. Was geil. Ich schließe mich dieser Herde an. Ich gehöre jetzt zu den Paraceratheriums. Du stehst hier sehr dramatisch da. Wirklich, sein oder nicht sein. Nein. Nils, wir können deine Todesschreie gerade nicht gebrauchen. Wir gründen hier gerade einen Stamm. Warum? Wir sind fortgeschritten in unserer Zivilisation. Es geht voran. Aber hast du die Einladung bekommen? Ja, es gab eine Anzeige, aber ich weiß nicht genau, wo ich die wollte dich nicht anzeigen. Sorry. Anzeige ist schon raus. Stamm verlassen. Okay, ich verlasse meinen Stamm wieder und versuche mal deinen zu finden. Ey, ich werde hier einfach. Ist denn dieser Invite? Gejagt ohne Ende von diesen Boas und. Warte, ich kann dich nochmal einladen. Ja. Probier's bitte nochmal. Ich weiß leider nicht, ob ich das bestätige. Nee. Ich glaube, es reicht, wenn ich nach oben gehe. Ja. Dann muss ich das dann nochmal. Pino Pino möchte, dass du beitrittst. Hey, Leute. Ja. Akzeptieren. Nils, entspann dich mal bitte kurz. Ich spawne in einem Titanoboa-Nest. Ich bin instant tot. Ich respawn, ich bin instant tot. Wir retten dich. Ja, dann komm rum jetzt. Wir versuchen gerade einen Stamm zu gründen. Und einen Stein abzubauen. Das dauert ein bisschen. Wie schnell war die Menschheit damals, den ersten Stein abzubauen? Das hat auch gedauert. Ich sehe nichts. Lass uns mal irgendwo hingehen, wo es heller ist. Mir ist zwar schon ziemlich kalt, ist natürlich auch gerade dunkel. Also ich könnte natürlich eine Fackel bauen, mir fehlt der Feuerstein. Leider dreht sich das im Kreis, weil ich keine Steine abbauen kann. Oh, ist hier ein Stein? Ich jetzt nochmal ermordet werde, dreh ich durch. Guck mal hier, da sieht man noch den herrlichen Himmel hier. So. Jetzt Engramme. Ah, ja. Fackel. Ja. Die hast du schon, ja. Fehlt die kannst du jetzt schon herstellen. Feuerstein. Ja, mir fehlt leider der Feuerstein. Ja. Ich glaube, ich habe auch nicht genug Ressourcen. Ups. Nein! Oh, Schlange, 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 Schlange. Nikolai, ich bin tot. Okay. Ey, sind wir zeitgleich gestorben. Ja, wollen wir guck mal, schwer ist das nächste. Also, wir sind bei Medium gerade, das ist zweithöchste Schwierigkeitsgrad. Also, Moment mal, Medium ist schwerer als Mittel? Ja, deswegen sage ich, läume dich einfach mal. Warum gibt's Medium und Mittel? Okay, ich sag jetzt, wir machen. Okay, West. Okay, von mir aus. Westzone 1. Mittel. Oh, okay, Westzone 1. So, Westzone 1. Ja, ich bin schon gespawnt. Oh, ihr könnt keine Widerworte haben. Aber respawn zufälliger Ort, heißt es dann? Ja, ja. Ja. Nee, das passt schon. In der aber Zone. Innerhalb der Zone. Genau, genau. Das ist schon die erste Spawn Niederlage, in der schon die erste Demütigung. Ey, wir kennen nicht mal die Steuerung und du fällst direkt die Schwierigkeit. Ich sehe dich. Ach, super, ich sehe dich die ganze Zeit. Wahrscheinlich die Ark-Veteranen alle so. Ah, nee, sorry, da mache ich mich nicht ran. Ich bin erst Level 2314. Nee, das mache ich nicht erst für Late Game. Und wir so, ja, okay. Aber ganz kurz, warum sehen Nikola und ich uns jetzt sofort, aber Nils nicht? Wegen dem Stamm. Bei dem Stamm. Nee, warte, ich sehe euch da hinten, bleibt stehen. Ich komme zu euch. Super. Ah, super. Oh, endlich. Lauf nicht weg. Ich sehe euch rum. Achso, wenn ihr E drückt, einfach rumlauft und E drückt, sammelt ihr auch random Sachen ein. Ah, die Steine und so. Das ist gut. Das geht auch. Das kennt ihr auch. Bei mir leider nicht. Ah, doch, jetzt tatsächlich. Irgendwo, ja. So, wo ist Nils? Bleib einfach stehen, ich komme zu euch. Beschwerden. Ich erkenne gar nichts. Da ist Nils, warte, ich lade dich ein. Bleib mal kurz stehen, bitte. Wie toll kann Lichtverschmutzung eigentlich sein? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, herrlich. Jetzt habe ich dich eingeladen. Wie mache ich das? Einfach E drücken, halten, glaube ich, bei Florentin. Nee, achso, ja genau, du musst das machen. Nee, Florentin muss dich einladen. Oh no, Achtung, Pelfe, du bist angegriffen von dem Dino-Pololus. Ah, Level 3, den machen wir platt. Okay, ich wäre. Ich glaube, ich bin schon tot, sofort. Mein Auge gibt auf. Ich glaube, du bist benommen, oder? Nee. Nikola, du musst auch jetzt boxen! Ich sehe nichts, ich sehe das Gegner nicht. Ey. Oh Gott. Jetzt weiß er, mit wem er sich eingelegt hat. Ist er down? Nee. Nee, stark. Überhaupt nicht. Nee, okay. Yes, er ist down! Oh, der Vollmond ist da. Oh, yes. Das ist schön. Sehr gut, Level 3 besiegt.
So, kannst du mal gucken, ob du dich irgendwo... Ja, lad ihn doch mal ein am besten. Mann, wer, was? Nein, sein Freund kommt! Den Fisch. Oh nein, der Freund. Piranha! Entschuldigung, ey, ich hätte ihn zähmen können und jetzt kam Piranha. Ich glaube, ich habe Knochenbruch und Gefrierbrand. Das geht aber noch. Aber kannst du bitte mal gucken bei dir kurz, bitte, bei den Stämmen. Und jetzt oben, Mitte, ne, bleib da mal drin, genau. Ich musste das annehmen bei dir, Florentin. Ich musste das bei deiner Person annehmen quasi. Ah, okay, warte, ich gehe mal. So wie du mich eingeladen hast, konnte ich deine Einladung annehmen. Okay, ich probier's also nochmal, ja. Einladung. Ne, gedrückt halten, bis es so... Ja, jetzt. Was jetzt? Ich drücke jetzt Y und nach oben gleichzeitig. Genau. So, und jetzt muss ich nochmal Y. Und jetzt hier da, Einladung akzeptieren. Okay. Ja, so. Vitus ist dabei. Yes. Sehr schön. Ey, ganz kurz, ne? Du heißt Vitus? Weiß ich nicht. Heißt es so? Nein. Warum heißt du Vitus? Ich will nicht Vitus heißen. Ich habe doch in Steam eingestellt. Naja. Das ist so ein schöner Name, ich weiß nicht, was du dagegen hast. Ja, aber. Achtung, weiblicher Diopharos. Oh, was? Wo? Ich sehe nichts. Ach, da. Oh ja, okay, Anschlag. Nee, ich will erstmal eine Waffe haben, kurz. Ja, dann deine Faust ist deine Waffe. Ey, jetzt drehst du dich einfach um und sagst ihm mal, mach erstmal. Oh, das ist Level 10 damit, glaube ich. Egal. Ja, stark. Ich hab auch umgefallen gerade. Knochenbrüche und Gefrierbrand. Oh, es wird endlich wieder hell. Oh. Ging das noch mit dem Herstellen? Du gehst ins Inventar und auf Herstellung, okay. Dann kannst du Dinge. Ich habe aber nur 4 Holz. Das ist natürlich ganz schade, dass der das nicht direkt anzeigt, was man davon hat und was nicht. Ihr geht nicht drüber, Nils. Alles gut. Ihr ignoriert einfach, was passiert ist. Hier ist Stein! Aber wie crafte ich jetzt nochmal? Ich hab's leider nicht verstanden. Also machst du das Inventar auf und klickst auf Herstellung. Ah, es gab noch den Herstellungsbutton, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich dachte, es gibt nur. Okay. So, jetzt wird die Spitzhacke hergestellt. Wo ist die jetzt? Das ist Finger von meinem Kadaver. Hast du schon erforscht, die Spitzhacke? Ah, nee, du hast. Muss man immer alles neu erforschen? Habt ihr den Dino gezähmt, der euch da gerade angreift? Oder? Verdammt nochmal, warum kann man denn nicht mal in Ruhe so eine Spitzhacke herstellen? Liegt vielleicht am Schwierigkeitsgrad. Aber ganz kurz, aber Respawn bedeutet, man hat alles noch, oder wie? Das Inventar nicht mehr, aber die Erfahrungspunkte schon. Gut. Inventar öffnen. Ah, ich habe kein Auge mehr, sehr gut. Danke, Dino. Ach da, ich trottel. Oh Mann. Ah, okay, geil. Ich glaube, man kriegt auch Schaden durch die. Ich brauche mehr Stroh. So, sehe ich euch jetzt auf der Map? Geil, ich sammle einfach alles erstmal einsammeln. Ja, die Frage ist natürlich, wie können wir uns wieder finden, wenn einer stirbt? Wir sehen uns ja zum Glück auch diesmal besser. Warum? Wir können uns ja in der echten Welt sehen. Wir können uns. Wir haben ja quasi ein Born-Hack und können uns gegenseitig die Namen sehen, die Name-Tags. Sehen wir uns ja. Wo denn? 3D-Welt. Auf der Map oder wo? Nee, wenn du dich umschaust. Achso, ja, gut, wenn du nur in der Nähe bist, leider. Okay, das heißt, ich bin verloren. Okay, wie kriegt man Stroh? Gegen Bäume hauen. Da wäre ich nämlich eben gestorben, aber es lag wahrscheinlich daran, dass ich schon Knochenbrüche hatte oder so. Wo ist jetzt diese Spitzhacke? Ich hab die doch gerade. So, Herstellung. Ach, die liegt direkt hier, ich verstehe. Okay, cool. Okay, so langsam check ich das. Leute, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ein Lagerfeuer wäre natürlich noch fantastisch. Ja, und kann irgendjemand Lagerfeuer machen? Wir machen Feuersteine, ne? Wo findet man Feuersteine? Ja. Mit der Spitzhacke an Stein hauen. Echt? Ja, du sagst immer Stein so lässig, aber ich weiß nicht genau, was du da meinst. Da am Strand ist ein Stein. Nils, hinter dir. Ah, doch, jetzt habe ich eine ganze Menge Feuersteine. Ja, hier, die hat's einfach rum. Yeah. Ja, perfekt. Okay, ich mach uns mal gleich ein Feuer. So, ja, bitte. Wo seid ihr denn jetzt? Irgend an einem Strand. Also hier ist eine Leuchtquelle, eine blaue Leuchtquelle, wenn du die siehst. Leute, ey, ihr könnt euch... Die fliegt durch die Steine. Ich hab euch an den fliegenden Felsen erkannt. Das ab jetzt läuft es. Scheiße, ich kann doch gar kein Lager. Was fehlt mir denn noch? Ich kann das doch gar nicht bauen. Oh, ich bin auch gestorben. Woran? Ich glaube, Überheblichkeit wahrscheinlich. Das auch, immer. Okay, einfach mal so lässig verhungert nebenbei. Jetzt ist es endlich Tag.
Ihr könnt auch gerne auf Gesundheit leveln, das ist immer eine gute Sache. Ich habe auf Ausdauer mal in Gesundheit. Oder, oh, okay, Ausdauer ist auch nicht schlecht, glaube ich. So, warum kann aber ich jetzt Gesundheit Stein? Ist auch nicht Stein. Stroh, mir fehlt Strom. Freundin, du kannst auch mal deine Skillpunkte ausgeben. Wie denn? Dann überlebst du länger. Einfach Tab drücken oder das Inventar aufmachen und auf Gesundheit drücken. Nee, Tab ist die jetzt. Konsole noch, sorry. Pass auf, Leute, ich baue uns jetzt das erste Lagerfeuer unserer noch jungen Nation. Ja, und jetzt nochmal I, glaube ich. Genau, und da in der Mitte kannst du auf dieses Plus drücken. Bei Gesundheit zum Beispiel oder bei Ausdauer in der Mitte von dem Bildschirm. Und dann deine Punkte ausgeben. Und Nahrung heißt, ich brauche weniger Nahrung, oder wie? Nee, du hast einen größeren Magen. Hier, Leute, ist das gut? Will man einen großen Magen haben? Verhungerst nicht so schnell. Ich weiß nicht. So. Lagerfeuer ist errichtet. Ja, ist halt da. Hallo. Oh, stark. Oh, ja. Yes. Müssen wir nur noch und können wir es reinlegen? Muss noch Feuer reingelegt werden. Ja, müssen wahrscheinlich Holz reinschmeißen. Holz. Feuerholz. Das war's. Ich hacke bereits eifrig. Inventar öffnen. Baumfeld! Oh, jetzt sind wir drin, Leute. Ab jetzt geht's bergauf. Jetzt geht's los. Ich leg mal Stroh rein. So. Wow. Yes. Also, wir haben schneller Feuer erfunden als die Menschheit. So, wenn wir jetzt wilde Tiere jagen, hier sind Piranhas zum Beispiel drin, habe ich gesehen. Die kann man ja wohl ohne weiteres einfach töten. Warum mit Speer? Ja, kannst du, hast du schon erforscht? Nee. Benötigt 3 Engrampunkte. Ja, ich habe auch 5. Würfel kriegt man die, indem man einfach irgendwie Scheiße macht? Oder irgendwas. Genau, rumläuft. Sammelt und kloppt und Bäume kloppt. Oder was? Genau. Ja. Oh, warte mal, ich habe einen neuen Level verfügbar. Wir teilen uns auch die XP, das heißt, wir bekommen schneller XP. Gesundheit, Ausdauer, okay. Nahrung. Oh, ich habe eine Fackel, okay. Wasser. Wer ist er nochmal jetzt genau eigentlich? Ja, eine Erinnerung daran, was uns passiert, wenn wir nicht essen. Aber apropos. Die stehende Leiche von Nikola ist jetzt hier dauerhaft einfach... Kann man die nicht aufessen? Kann ich mal wegziehen, ins Wasser ziehen. Geht das? Komm mit. Alter, lass sie mal aufessen. Das ist unsere Begräbniskultur. Wir werfen die Leichen in den Fluss. Ja. Effektiv, würde ich sagen. Ach, kriegst du überhaupt mit, was hier gerade passiert? Ja, das sind enorme kulturelle Durchbrüche. Ey, da gegenüber sind so kleine Tiere. Wollen wir die aufessen? Hast du schon was zum Jagen? Okay. Nee, Hunger habe ich. Okay. Hunger, du kannst auch Bären sammeln. Alter, also jetzt theoretisch ich alternativ. Punkte. Man kann es gedrückt halten, dann haut er dauerhaft drauf. Punkte 37. Ah, ja. Als wenn du mit E kannst du nach Bären suchen. Ey, Nikola, wie gebe ich die jetzt aus? Benutze deine Hände oder eine Fackel. Was meinst du denn, Nils? Ich habe jetzt 37 verfügbare Punkte. Bitte was? Okay. Dann klick mal auf das Inventar und dann auf mittlere Leiste. Engramme. Nee, das Inventar. Nicht Engramme. Ach, du meinst, die Engramme willst du machen, okay. Nee, ich will das hier erforschen. Warum brennt? Den Engramm kannst du einfach auf die durchsichtigen, also... Geht nicht. Genau, die noch nicht. Geht doch nicht. Warum geht das noch nicht? Hast du alle Punkte ausgegeben? 3 Engrampunkte, aber hier steht auch 37. Ich habe 37 Engrampunkte und ich darf die nicht ausgeben. Und wieso leuchtet das Feuer hier noch? Vielleicht musst du erst ein Feuer bauen. Hab ich doch schon. 0 von 3. Hast du auch schon gemacht. Oder habt ihr mir das gemobst? Weil ich hatte das Feuer ja gebaut. Was ihr da jetzt bestückt. Das ist ja von mir. Also ich kann doch ganz normal lernen. Das geht bei dir nicht mehr. Warum? Interessant. Okay. Wir sammeln einfach mal Sachen, oder? Dadurch kriegt man wahrscheinlich Level. Kannst auch nicht auf Lagerfeuer draufklicken, Nils. Was passiert dann? Gar nichts? Gar nichts. Ich bin aufgeschmissen. Ich habe 37 Punkte. Eventuell musst du dann nochmal neu joinen. Sieht nach einem Bug aus. Oder ich glaube, du brauchst einen Controller. Ich glaube, es sieht aktuell nach Controller aus, wo du gerade drin bist. Nimm mal deinen Controller. Ja, es ist ach, du meine Güte. Kann ich den nicht einfach rausziehen? Muss ich den haben? Theoretisch kannst du den rausziehen, ja. Littlefoot tot. Ich hab deine Leiche weggeklopft, Nils. Controller deaktivieren. Ich okay. Möchte so eine Art Bestatter sein in unserer Kultur. Ich will die Leichen wegklopfen. Das war der Bug, okay. Ach, die kann man zerstören, die Leichen? Oh, Leute, jetzt geht's los. Ah, dann mach ich's bei meiner auch mal.
Ah, da kommt Fleisch raus. Von der Leine. Oh. Ja, wollen wir. Wie steht der zu Kannibalismus? Aufgeschlossen, aufgeschlossen, durchaus. Aufgeschlossen, okay, gut, gut. Weil, ich meine, die liegen eh tot rum. Nein, wir können die nicht essen. Nee, oder okay, müssen wir das Fleisch. Ja. Ey, jetzt bin ich happy. Ich nenne nur die Möglichkeit. Oh, geil, 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 geil. Es ist, jetzt ändert sich alles. Das ist eigentlich dieser riesige blaue Kristall, der hier so ein bisschen anachronistisch. Keine Ahnung. Oh, Achtung, hier ist ein kleines Wieselwesen. Wieselwesen? Du verhungerst. Oh. Du kannst auch Bären essen. Also wenn du mit E durch die Büsche läufst und dann E drückst, dann sammelst du auch Bären ein. Yes! Jetzt geht's los, ey. Leute, ab jetzt. Du darfst natürlich keine Items da haben dafür. So, was? Ach Gott, die Piraninis. So, wo sind jetzt... Habt ihr was gefangen? Stirb. Fuck, ich bin schon wieder tot, ey. Level 5 durch Level 2 getötet, das ist ja peinlich. Das geht ja gar nicht. Oh, ich hab Bären. Ich wusste ich nicht, wo der fucking enttäuscht. Fisch herkommt. Piranha, ach, fuck, ne? Ey. Du kannst aber dein Inventar holen. Ich bin drin. Ich bin drin. Dann. Ab jetzt geht's los. Du bist drin? Ja, okay. Also ich bin weiß jetzt. Ich fühle mich richtig gut jetzt. Mach uns mal tolle Kleidung. Willst du mir direkt Befehle erteilen, oder was? Wesen. Ich mach uns mal. So. Das war ein Angebot. Aber du kannst gerne auch die Kleidungsherstellung übernehmen. Bin ich sehr offen. Nein. Du musst schon. So, was haben wir denn hier? Ist halt eher die Jäger, oder? So wie ich das jetzt sehe. Ich bin eher der Sterber gerade, muss ich sagen. Also ich bin auf der Suche nach einer Nahtoderfahrung. Ich versuche der spirituelle Leiter unserer Kultur zu werden. Dadurch muss ich den Tod verstehen. Oh. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Kernkompetenz. Und wie geht's voran dabei? Mittel. Ja, oh, hier ist eine Krebskrabbe. Trilobit, Level 9. Sind das die aus Mickey Mouse Katze, die man früher bekommen hat, wenn man Urzeitkrebse? Das ist so wie Air-Hockey. Die war super. Man kann die so weghauen, weil die so flach sind. Hattet ihr die auch früher, die Urzeitkrebse aus dem Mickey Mouse Magazin? Die waren aus dem Ips Magazin. Oder Ips, ja, die hatten die auch, stimmt. Die waren schon gut. Ich dachte echt, dass sie aus der Urzeit kommen, aber ich glaube, ja, stimmt das nicht. Ja, dachte ich auch. Das war alles, glaub, stellte das sich ist als Lüge. Lüge heraus. Frech. Wir wurden so viel belogen als Kind. Ja. Oh Leute, ab jetzt bin ich offiziell drin. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wollt, sagt Bescheid, vielleicht könnt ihr euch helfen. Wir schauen dann jetzt mal. Noch eine zentrale Frage. Ist das Süßwasser oder ist das Salzwasser, was wir hier haben? Können wir das einfach so trinken oder müssen wir einen Bach finden? Also das sind ja Piranhas. Die Piranhas leben eigentlich im Süßwasser. Ah ja, du hast da die Ahnung, sehr gut. Schon gut, so einen Nils dabei zu haben. Ja, glaub, auf jeden Fall, der hier auch alle... So als Guide ist das schon sehr praktisch. Dann bediene ich mich jetzt mal am Wasser. Jetzt steht hier Inventar. Sehr gut. Manchmal hat man zwei Inventarfenster und dann, glaube ich, kann man von dem einen so, was in das andere... Genau. Das rechte ist quasi das andere Inventar und das linke ist dein eigenes. Du kannst auch einfach auf diesen Fall da über dem rechten Inventar bekommen. Die hast du gesammelt mit deinen bloßen Händen. Ich erinnere mich nicht daran, Bären gesammelt. Doch, ich habe Bären. Ich habe 4 verschiedene Bären. Ja. Geil. Du musst ein bisschen gucken. Also die haben unterschiedliche Wirkungen, die Bären. Wasser. Manche betäuben, manche sind lecker. Musst du mal die Beschreibung lesen. Ich brauche Leder. Oh, haben wir was wir getötet haben bereits? Nee, ne? Nun, wie stehst du zu Kannibalismus, Nils? Erzähl doch mal. Da könnte ich Leder vielleicht anbieten. Bin ich mit dabei, auf jeden Fall. Was ist das? Ist so ein bisschen unsere Version von Seven West Wild, habe ich das Gefühl. Stimmt. Dass man einfach häufiger stirbt. Ey, wollen wir mal diesen Dino jagen? Ja. Leute, hier hinten ist ein Dino. Warte, komm größer mal hier. Als wir? Wir sollen nicht durchs Wasser, sonst werden wir direkt wieder nass. Hier am Strand. Treffen wir uns am Lagerfeuer? Ja. Okay. Wir warten auf dich. Okay, ich bin hier schon ein Stück. Könnt ihr zu mir kommen? Du bist kommen? Der Lead, du hast Level 7, du bist der höchstgelevelte von uns. Okay. Ah, nee. Seid ihr okay. Mit dabei, Leute? Ich hänge noch hinterher. Was sollen wir machen? Okay, mir nach. Okay, auf geht's. Angriff. Ja. Hier hinten habe ich einen. Du hast schon Speer, Nils? Ja, natürlich. Es ist so gut zu leben. Mit Tod habe ich wenig erreicht. Hier hinten habe ich diesen kleinen Dino-Man entdeckt. Ab jetzt macht's richtig Spaß. Die ersten 20 Minuten waren Vollkatastrophe, ab jetzt macht's Spaß. Leise. Wir schleichen uns ran. Wie schleichen wir? C? C. Okay, C ist sehr, sehr langsam.
Aber wo ist er denn? Sieht aber gut aus. Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach Florentin. Hier waren die. Au. Tja. Warte mal, da gehen wir am Ufer entlang. Hier ist bestimmt irgendwas. Nichts, was uns töten kann. Ab und zu mal eine Bärensnack. Die ist heiß. Okay. Die ist kalt. Moment, wir stehen 2 Meter nebeneinander. Wie kann der Unterschied so stark sein? Es gibt auch gefühlte Temperatur, ne? Also es ist auch je nach Person unterschiedlich. Man teilt sich auch die XP, das ist ganz gut. Ja. Ganz so ein XP-Taler wie aus Pokémon. Das heißt, ihr könnt. Du drohst zu verdursten! Schnell ins Wasser! Was mache ich? Ins Wasser und E drücken. Dann drückst du. Ich nehme auch mal einen Schluck. Und nicht ertrinken, bitte. Ey, wir müssen mal was Richtiges essen. Diese Bären, ja. Was? Einfach, ich esse voll auf den Bären. Oh, da, ein Pterodactylus. Wo? Auch noch eben an der Hose. Da ist er, am Strand, am Ufer. Am Ufer, seid ihr bei mir. Ja, ach, der kleine Raptor da. Los. Jungs. Ja, auf ihn, mit Gebrüll. Okay, ich versuche zu flankieren, ich komme von links. Ja. Ich falle ihn in die Flanke. In die Richtung. Warte. Achso. Nikola, erstmal Florentin warten, dass er flankiert, Flankenangriff macht. Und dann treibt er ihn uns in die Arme. Er flieht. Also langsam, aber. Nee, alles gut. Zu dir gelaufen, alles gut. Jetzt auf ihn zu. Okay, los! Ich glaube, es gibt Friendly Fire. Ihr müsst aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig töten. Schnell! Bleib stehen! Jetzt, sehr gut, er macht einen Fehler. Ins Wasser! Oh, da sind die Piranhas. Vorsicht! Du. Schnell, alles aus ihm raus, bevor die Piranhas kommen. Achso, wir müssen ihn mitschieben und dann zerstückeln. Okay, los, zieh ihn mit! Oh, starkartig Regen! Oh, Freunde! Ich beschütze uns vor Piranhas. Sehr gut. Sehr gut. Wir können auch am Ufer noch den Lurch hier weitermachen. Und da ist eine Schildkröte, die können wir auch, Okay. Ja, da ist er. Oh, wow. Hauen. Leute, das ist Friendly Fire. Ihr habt mich auch verletzt gerade. Das war ich nicht. Los, auf zum Lagerfeuer. Ja, sehr gut. Durchs Wasser? Oh, durchs Wasser, wir sind eh nass. Narkobeere. Wollen wir noch den Leguan hier mitnehmen? Wo ist der? Das ist ich schmeiß das mal schnell ins Feuer. Ihr könnt nicht Nils ist weg, Nils hat den Speer. Wollen wir die Schildkröte hier platt machen? Die hier bei mir? Panzer, im Wasser? Ne? Okay, ich treibe sie aus dem Wasser. Ja. Oh, die sehen aber ganz friedlich aus. Mir doch egal. Wollen wir die echt hauen? Okay. Jo. Aua, ich halt doch rum. Level 1, come on. Oh, ich bin verletzt. Okay, Florentin muss machen, wir sind beide verletzt. Wir müssen Schaden machen, Ja, aber wir sind beide verletzt. Okay. Ich hau hier in den Bürzel. Ah, ich bin tot. Von aber Level 1 macht getötet. Nicht mehr lange. Die ist schon so gut wie tot. Das ist sehr ärgerlich. Wir haben sie! Yes! Yes! So, bin ich gespawnt. Wir haben sie. Nahrung, warum habe ich 0? Warte, ich schmeiß das ins Feuer. Wo ist ich brauch was Feuer? Zu essen drin. Du kannst Bären essen. Bären. Wo ist das Lagerfeuer? Hast du Bären im Inventar? Ja, du hast Bären im Inventar. Die habe ich schon gegessen. Oh, ich glaube, ich verhungere. Ich bin auf null Nahrung. Jetzt hast du irgendwas zu essen. Warte. Ich schmeiß dir meine Bären raus. Wie geht das? In menschliche Fäkalien? Rechtsklick, Nils. Und dann fallen lassen. Schnell, ich sterbe. Nils, ja, steh ja nicht so dramatisch. Fallen lassen, ja. Oh, danke. Okay. Ich glaube, ich bin bald tot. Aber ich bin immer noch Nahrung 1,2,0. Ach, das braucht eine Weile, bis das... Ja, du kannst aber ins Gebüsch gehen und E drücken für sammeln. Aber du musst Nils brät uns jetzt erstmal eine Schildkröte, wie kann ich das anmachen, das Ding? Florentin, du musst erst eine Axt weglegen. Da muss Holz rein, ne? Oder was? Oder Stroh? Ja, es regnet halt gerade auch leider, ne? Fasern? Hast du Holz? Da, ich habe auch Holz. Aber ich benutze deine Hände. Man kann keine Beeren sammeln, wenn man die Hacke in der Hand hat. Ja. Genau. Jetzt haben wir's. Jetzt bist du auch Sammler. Glückwunsch. Jetzt habe ich's verstanden. Auch dazu gebracht. Endlich. Wie ist das denn mit dem Holz? Muss man das einfach reinlegen? Kannst einfach reinlegen ins Inventar vom Feuer. Wie lange dauert das? Es wird aber nicht angezeigt, es einfach springt irgendwann um von rot. Du musst auch das andere aus dem Inventar legen. Also, das sind nur 3 Slots frei. Ach nee, da ist es schon, das gebratene Fleisch. Nevermind, passt. Dann kannst du doch mehr Sachen reinlegen. Ja, ich musste einmal die Holzkohle rausnehmen. Aber Bären sind ja super schlecht für Nahrung.
Kann einer von euch nochmal die Map aufmachen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich sehe dich nicht auf der Map. Warte. Nee, ich auch nicht, aber ich kann euch zumindest triangulieren. Siehst du bei mir? Ja, ach so, an der Landzunge. Okay. Ja, dankeschön. Ich renne. Sag mal, wie hast du denn die Kleidung bekommen, Nils? Die habe ich mir gebaut. Aber wie hast du diese... Du gehst auf Engrams? Ja, aber wie hast du die Engram-Punkte bekommen? Du hast 53 Engram-Punkte. Bei dir ist der Controller auch noch an. Du musst den Controller rausnehmen. Geh mal auf Escape. Ja. Drück mal Escape. Ja. Nochmal. Und dann gehst du auf Controller deaktivieren und jetzt kannst du es mit der Maus einfach anklicken. Ah, also jetzt habe ich, glaube ich, den Nils-Sprung geschafft. Ganz genau. Auf Engram. Jetzt kannst du das alles schnell... du Florentin, ich habe Fleisch für dich. Willst du? Oh ja, sehr gerne. Wasserschlauch, Stoffhandschuhe, Stoffhut. Und woher kriegt man Stoff? Einfach sammeln. Durch Fasern sind es, glaube ich. Warte mal, Fasern kannst du einfach im Gras sammeln. Ja, stimmt. Gut. Ah ja, okay, das klappt doch. Okay, wunderbar. Leute, ich bin jetzt auch auf dem Zivilisationsniveau eines Nils. Ah, herrlich. Sich Fasern. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man hier leveln kann? Ist es Gesundheit? Ja, was bedeutet denn, wenn man Nahrung levelt? Braucht man dann weniger Nahrung? Gesundheit. Oder? Wahrscheinlich, ne? Du hast ja mehr Platz im Magen dann. Kannst du dann quasi länger ohne Nahrungsaufnahme überleben. Oh, das ist ja herrlich. Also, ich bin guter Dinge. Fasern. Wir springen durch Leder, die Leder Emotion, ist, meine beliebt. Woher kriegt man Leder? Tiere töten. Ja, primär das. Fassbar, wie viel Bären man hat. Oh, Wahnsinn. Man muss einfach nur durch den Wald laufen und die Hände aufmachen. Ne? Die Natur schenkt einem das. So, gibt's was zu essen hier? Ja, hier, aber komm mal zum Lagerfeuer. Ist das hier hinten? Ja, da bist du. Ja, da gehst du ans Lagerfeuer ran und dann drückst du einfach mal auf E und Inventar öffnen. Nicht ausmachen. Nicht, du hast es ja ausgemacht. Gedrückt halten und dann auf Inventar öffnen und dann nimmst du dir das Fleisch da raus. Nee, nicht das. Das ist im Feuer. Ja, das nimmst du dir raus. Nimm dir ich es anklicke? Ja, zieh es zu dir runter einfach ins Inventar. Ja. Nee, das lässt du drin. Und dann tue ich am besten noch Feuer dazu. Genau. Und Holz dazu. Hallo. Und die kannst du jetzt einfach essen. Geil. Hallo. Dankeschön. Hi, ich loote kurz mal meinen sterblichen Reste. Mega gut. So. Ah, das ist ja so schön. Jetzt macht's richtig Bock. Ich bin drin. So, essen. Aber es braucht immer ein bisschen, bis der Nahrungswert hochgeballert wird, ne? Okay, ja. Ich verstehe. Die Dino-Bande. Ah, starker Name. So, jetzt brauche ich Holz für einen Speer, okay. So. Dann sammle ich mal Holz mit meiner Hacke. Aber das dauert, also das hält nicht lange an, ne? Also ich verbrauche ehrlich gesagt, kann das sein, es ist irgendwie... Woran liegt das, dass man so schnell sein Essen verbraucht? Ja, das stimmt schon. Hat am Arbeiten. Naja, aber das ist wirklich, das geht unfassbar schnell runter. Man ist ja die ganze Zeit nur am Essen. Ich pack mal ganz viel Holz ins Lagerfeuer, damit es möglichst dauerhaft brennt. Wie kann ich jetzt... So, ich hab doch jetzt den Sack. Geht noch. Was macht man denn mit Strom? So, jetzt. Herstellung. Ding ist voll. Ja, jetzt ist es voll. Ihr könnt euch so ein Dings bauen, ne? Ein Wassersack. Ja. Und dann könnt ihr da Wasser speichern. Dafür braucht man aber auch Leder. Wo hast du denn das ganze Leder her, Nils? Von den Tieren, die wir gejagt haben. Ja, wollen wir doch mal jagen gehen? Ja, ich habe jetzt auch ein Speer. Sag mal, ihr hängt auch nur an eurem Handgelenk, oder? Unsere Zivilisation gibt's seit einer Stunde und ihr hängt nur am Handgelenk. Nein, pass auf. Ja. Okay, los geht's, wir gehen jagen. Ja. Habt ihr einen Speer? Ich hab eine Axt. Eine Axt ist auch gut. Ich hab auch einen Speer. Los geht's. Ich hab gehört, Speer soll nicht so gut sein, aber auf geht's. Wie, Ganz Speer soll nicht so gut sein? Hier durchs Wasser? Ja, das sagt man, das sagen die Profis. Aber die sind ja Piranhas, ne? Die können wir ja auch, die haben uns angezickt das letzte Mal. Also ich sag nur, ne? Oh, hier ist sogar ein Paket. Ja, das ist, glaube ich, das Fleisch, was ich gefallen lassen hab.
von uns. Du hast Fleisch fallen lassen, was wir mühsam gejagt haben? Ja, das ist unser Fleisch. Haben. Also, nee, das ist die größtmögliche Enttäuschung. Da ist eine Schildkröte, die können wir gut machen. Achso, das Fleisch verdirbt auch im Inventar, also wir müssen es relativ schnell verarbeiten. Ja, es ist ja im Fleisch jetzt. Kommt ihr mit mir da? Verdirbt gebratenes Fleisch auch? Ja. Okay. Die holen wir uns. Die hat keine Chance. Die ist nämlich super langsam. Okay. Trick 17, ihr könnt mit dem Mausrad scrollen, dann habt ihr die Third Person. Wenn euch das einfach fällt. Nee, ich will mich nicht sehen, um ganz ehrlich zu sein. Okay, okay, los geht's, Attacke. Angriff! Los, Vitus! Nein, es ist mein. In dem Moment ist mein Dings kaputt gegangen, jetzt nämlich die Hacke. Macht das einen Unterschied, ob man auf dem Panzer oder Fleisch schlägt? Ja, keine Ahnung. Ich würde euch auf den Kopf schlagen, aber. Au! Haut ruhig. Au, Speer ist kaputt. Ja! Stark! Jetzt müsst ihr auf ihn einhacken, sonst kriegt ihr nichts. Hackt auf ihn ein. Ja. Leder. So. Sehr gut. Yes. Also gut gemacht, Leute. Ich brauche mir einen neuen Speer. Oh, kann ich nicht? Oh, oh, ich brauche Holz. Da wird auch gejagt gerade auf der anderen Seite. Guck mal, die essen gerade. Oh, oh. Sie kommt zu uns. Was? Moment, wer? Andere Menschen? Nee, Dinos. Aha. Oh Gott. Oh. Ah, ich muss dir kurz Schuhe anziehen. Ich bin vergiftet, ich sehe nichts mehr. Ey, ihr habt euch mit einem Rudel Raptoren angelegt. Das ist aber auch nicht. Leute, Flucht, Flucht. Oh. Flucht, Flucht, Flucht. Definitiv Flucht. Was Nikola tötet, okay, haben wir keine Chance. Lauf, lauf, lauf. Können die durchs Wasser? Oder ist der Wasser unser Schutz? Ja, noch das muss ich nicht sagen, drin. Der ist Profi, der kennt sich da aus. Nee. Also, oh, ich spawn und werd angegriffen, das ist doch mal ein guter Start. Okay, ich schwimme. Oh ja, sie können schwimmen, aber sie haben nicht so ein Interesse. Wir müssen nur aufpassen, dass hier nicht die Piranhas kommen. Was? Shoot! Oh, so ein Rochen, ey! Shoot, und da kommen die Piranhas! Ich komme nicht mehr rechtzeitig ans Ufer! Oder ist das nur ein Barsch? Ja, schwer, der Urzeit war alles gefährlich. Die Vögel jagen, das ist ja geil! Die jagen den Fisch, diesen Hammer! Die brauchen ja auch Essen. Aber wie lange das ist? Ich muss schnell zurück zum Lagerfeuer, ich bin ganz durchnässt. Wo seid ihr denn? Ich bin jetzt hier in den Wald geflogen und baue mir neue Speere. Ich kümmere mich mal um unser Fleisch. Wenn man mehr man kann mehr Speere bauen und dann wird der wahrscheinlich automatisch ersetzt, wenn er kaputt geht. Dann steht hier im Inventar mal 3. Kannst auch reparieren. Deine Items. Okay, das Fleisch verdirbt, da muss man echt aufpassen. Wir bräuchten sowas wie einen Kühlschrank, aber. Hm? So gibt's Handschuhe. Der Zivilisation. Ey, warte mal, ey, das hat bestimmt das verdorbene Fleisch, damit kann man doch vielleicht Medizin oder so einen Scheiß herstellen, oder? Welche Medizin vielleicht nimmst du, Nils, aus verdorbenem Fleisch? Ja, also das geht bestimmt. Das ist doch gut für Heilung. Nils ist unser Schamane, der hat ja die Ahnung. Wir machen alles, was er sagt. Können wir das nochmal überdenken? Ich finde, man muss zu viel essen. Das nervt mich. Ja, das stimmt, man muss viel essen. Aber wahrscheinlich haben wir auch noch gerade die schlechteste Nahrung, die es gibt. Fleisch? Frisches Fleisch? Mit Beeren? Moment. Wo legt man das an? Stoffhandschuhe. Aber ach nee, ich bin ja auch in der Herstellung. Achso. Ich bin nicht im Inventar. Achso. So, wie funktioniert das jetzt mit diesem Wasserschlauch? Du musst ins Wasser und dann leg dir mal. Also, ich hab's jetzt gerade gemacht, das hat funktioniert. Genau das habe ich da reingelegt und dann habe ich die 4 in dem Fall bei dir gespammt im Wasser. Ah, und wenn man dann nochmal die 4 drückt, dann kann man's trinken. So habe ich's verstanden. Und geht das kaputt oder hält das ewig, der Wasserschlauch? Das weiß ich nicht. Würde mich wundern. Oh, hier ist ein ganz kleiner Dino! Ja, super! Der ist ja winzig klein! Ja, hörst du ihn jetzt. Oh. Und jetzt muss ich mit der Spitzhacke den abbauen. Ja. Ja. Mit der Spitzhacke, das ist aber auch brutal. Was kriege ich denn gerade? Nix irgendwie. Warte mal, Hände? Vielleicht brauchst du doch eine Axt. Jetzt bekommst du was. Ich muss die Leiche boxen. Ja, je nachdem, welche Seite mir benutzt, bekommt ihr quasi unterschiedliche Sachen, das ist ganz interessant. Also oh, Leute, Baum die mit voll. Ja? Die Beeren verderben auch übrigens. Ja, ja, alles verderben. Ja, außer Steine. Mir ist gerade einiges so wegverdorben. Lieber dann schnell essen. Was sollst du gerade sagen? Wenn man, je nachdem, was man nimmt, kriegt man andere Items. Das ist interessant. Also genau, wenn ihr Bäume mit Äxten abbaut, dann bekommt ihr mehr Holz und weniger Stroh. Und wenn ihr jetzt mit Spitzhacken abbaut, dann bekommt ihr mehr Stroh und weniger Holz. Ah, das ist interessant. Das heißt, das gilt auch für alle. So eine Axt wäre jetzt natürlich. Ah, da ist sie. Ich baue mal eine Axt.
Ah, Wasser 100 von 100. Okay, jetzt trinke ich mal. Trinkt das? Wasser 9. Ich bin gestorben, einfach random. Warum? Ich dachte, du lebst noch. Du lebst noch. Du bist nur benommen. Du kannst rechts abbrechst ein Sternchen, die bedeuten, dass du benommen bist. Oh Gott. Die laufen jetzt langsam ab. Haben mich die Bären vergiftet oder was? Das kann sein, ja. Hast du schwarze Bären gegessen? Ich habe einfach random Bären gegessen. Einfach schön Bären-Celebration, einfach die Hand voll. Weil die sind, glaube ich, die sind für Sam geeignet, damit man erst die Tiere betäuben kann und dann quasi auf die eigene Seite bringen kann. Ja, das ist doch mal gut. Gut zu wissen. Ja, und jetzt muss ich warten, bis ich meinen Rausch ausgeschlafen habe. Oh, hier ist ein Flugsaurier. Oh, mir fehlt original. Oh. Hier ist ein Flugsaurier. Flugsaurier, das ist doch gut. Ich baue uns mal eine Kiste. Vielleicht ist die ganz gut. Aber das geht von alleine wieder weg, oder wie? Ah ja, hier steht's. Genau. Ah, hier die Sterne. Man sieht's an der Animation. Wenn die leer sind, dann bin ich wahrscheinlich wieder frei. Okay. Oh, Nils mit der Steinschleuder. Hm. Ja. Ich hab mir gedacht, die brauchen wir. Was? Ach, so, ich hab Hunger. Ich bin wieder da. Muss ich auch erstmal verstehen. Was? Okay, ich leg mir auch mal die Nahrung lieber ins Inventar. Zusammen mit der Voraussetzung für eine Gesamtmenge von 6 Engrampunkten erlernen möchtest? Oh, ich will einen Bogen. Aber das ist schwer. Wie weit ist der denn? Der Bogen ist ganz. Ja, wollen wir uns ein bisschen spezialisieren? So dass der eine eher so die Kochsachen erforscht und der andere die Waffen. Nicht so. Gut. Ich könnte die Bau. Ich habe jetzt schon so ein paar Bausachen gemacht. Genau, habe ich mir auch gedacht. Ja, okay. Kannst du mal die erste Hütte bauen vielleicht? Das wäre doch toll. Genau, das hatte ich gerade vor. Sehr gut. Denk mal dran, dass ihr euch auch Fleisch ruhig rausnehmt aus dem Feuer. Ja. Also diese Trilobiten kann man gut jagen. Die wehren sich nicht. Mhm. Siehst du das, was ich gerade hier in der Hand habe? Wo sehe ich denn? Nee, oder? Wo sehe ich, wie viel ich tragen kann? Bei Gewicht in der Mitte. Kannst du auch leveln? Oh, Öl. Das ist gar nicht so schlecht. Aber ich bin angeblich noch zu voll. Steht denn bei Gewicht? Da steht 83 von 100. Okay, Nils, es kann sein, dass du beladen bist dadurch schon. Nils, du spezialisierst dich auf Bauen. Mhm. Dann würde ich dieses ganze Kochen, Mörser, Pulver, Schleim und sowas machen. Mhm. Nikola, du kannst vielleicht Waffen machen. Ja, klingt auch super. Ich will jetzt auch mal den Speer erforschen. Bluttransfusion. Narkosemittel. Auf die 4. Okay, wir brauchen noch einen Mediziner. Aber das hat er ja. Dann bin ich Mediziner. Dann mache ich die ganzen. Ach so, okay. Ja, gut. Schleimsachen. Ich kann mir vorstellen, dass Nils unbedingt auch Zähmer werden will. Dino-Zähmer. Oh ja. Man kann sich auch Sattel bauen anscheinend. Kann man erforschen. Ja, Sattel kann man sich auch bauen. Hiermit kannst du einem Menschen Blut für eine Bluttransfusion abnehmen. Okay, da ich der Medic bin, werde ich das machen. Dann brauche ich jetzt nur ein williges Opfer. Bitte? Es ist so geil, dass einfach nach Speer und Schuh steht die Bluttransfusion an nächster Stelle. Irgendwas ist verdorben hier schon wieder das. Moment, wieso habe ich denn menschliche Fäkalien? Aber warum kann ich das? Das wird aufgesammelt. Wieso habe ich Müssen wir die aufsammeln, unsere Eier? Müssen wir unsere Fäkalien aufsammeln? Ich glaube, es ist ein guter Dünger, soweit ich gehört habe. Kann man als Dünger verwenden für den Anbau von. Oh, hier ist ein Hai, Freunde. Bären. Ich kann mich nicht mal von der Stelle bewegen. Ich habe mich verlaufen. Bist du zu schwer, Nils? Ja, hast du, kannst du mir 104 mal. 104 von 100. Ich glaube, das ist ziemlich voll. Hast du Fasern? 4 Fasern? Natürlich. Kannst du mir die bringen? Ich habe auch eine Kiste schon gebaut. Warte, ich gebe dir einfach die Kiste, die ich gebaut habe. Ja, okay, dann. Ja, dann stell. Hier, nimm die Kiste. Ich will ja das. Achso, du bist gerade voll. Gib mir mal die Faser, bitte. Dann kann ich das verbrauchen und dann. Ja. Ich brauche nur 4 Fasern. In der Hoffnung, dass die Kiste dann so viel Ressourcen verbraucht. So. Danke. Ich weiß nicht, wie ich aufteile. Jetzt hast du 100. Oh Gott, ja, okay. Mit der rechten Maustaste kannst du auch. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, Leute. Was? Oh, oh. Ich komme hier nicht mehr zurück. Ich check auch die Map. Aber Level als nächstes auf jeden Fall mal Gewicht. Kannst du mal auf die Map klicken, bitte? Ja. Ist auf dieser Landzunge da. Ah ja, gegenüber dem Schnösel. Okay, gut. Ja, genau. Danke. Dann muss ich. Kein Problem. Ach nee, wir sind gegenüber von der Zunge.
So, jetzt gut, kann ich jetzt schon langsam laufen. Ey, da hinten ist noch so ein Vogel. Geil. Ja, wollen wir den angreifen? Ja, aber jetzt will ich mir erstmal die Kiste da hinstellen und dann baue ich uns erstmal einen ersten kleinen Shelter. Und dann können wir nämlich auch, wenn ihr einen Schlafsack baut, können wir nämlich, glaube ich, da respawnen am Schlafsack. Ja. Das klingt aber mega. Ganz langsam taste ich mich vor. Aber das ist ja großartig. Fleischleder. Ich liebe dieses Spiel. So, meldet sich jemand freiwillig für eine Bluttransfusion? Nils, du bist doch für die Wissenschaft. Ein netter Mensch, oder? Du gibst doch gerne dein Blut her für die Wissenschaft. Nils, er ist Level 10, sagt nichts Falsches. Erstmal mache ich hier einen PIN-Code. So, wie geht das jetzt mit der Bluttransfusion? Du kannst einen PIN-Code festlegen. Okay, natürlich. So. Ich check das überhaupt nicht mit der Bluttransfusion. Jetzt schon die Passwörter erfunden. Wahnsinn. Das finde ich gut. IT-Sicherheit geht okay, vor. Ey, baut euch auch mal einen Schlafsack auf jeden Fall. Ich glaube, dann kannst du, wenn du stirbst, dann wieder selbst machen. Spawnen. Das ist ja frech. Ich dachte, das macht unser Haus und Hof. Ja, okay, dann mache ich das. Dann baue ich euch das. Pass auf. Braucht dafür nur ein bisschen mehr Leder. Dann müssen wir wieder auf die Jagd gehen. Ja. Dreimal Schlafsäcke. 45 Leder. Wollen wir dafür vielleicht eine Fabrik errichten? Blut. Man kann Sachen automatisieren? Nein, ich glaube nicht. Ich dachte schon. Please, better sind schon gebaut. Hiermit kannst du einem Menschen Blut für eine Bluttransfusion. Vielleicht ist das eine Waffe, die du ausrüsten musst? In die Schnellleiste? Das kommt hier erstmal alles, das nervt. Ja, die Skins können weg, oder? Ja, ich hau erstmal alle. Schmeißt du erstmal alle. Oh, es hat aber wenig Platz, das Ding. Ja, echt. Ey, wieso schmeißt du deinen Scheiß in meine Kiste? Ach, das ist deine Kiste. Ich dachte, das ist unsere Kiste. Was soll denn das? Ich merk schon, das ist ja... Schwuppsiwupps, hey, haut er da sein Gerümpel da rein, wie so ein Mietnomade. Ja, mach doch einen PIN-Code drauf. Hab ich doch. Aber so, okay. Ist sie gerade offen wahrscheinlich, deswegen. Ach so, musst du verschließen, ja, okay. Weil ich drin rumfummel. Meine eigene Kiste, so. Moment, ich will jetzt nochmal das Lagerfeuer anmachen. Ja. Also erst muss die Kohle muss raus. Nee, du musst Holz rein einfach. Nee, du kannst einfach reinlegen. Einfach genau. Holz rein und dann packe ich mein rohes Fleisch. Rein damit, genau. Ich packe auch mein Fleisch mit rein. Feuer entzünden. Wo ist eigentlich mein Fleisch? Ich verstehe. Okay. Ist das alles verdorben? Ich check das aber das noch. Das kann sein. Ich habe das verdorbene Fleisch verdippt auch nochmal. Großartig. Ist mein ganzes Fleisch weg? Ah, ich glaube, ich nehme mir gerade selber Blut ab. Aber wo ist... Ah, doch hier! Blut! Oh, sogar abgepackt schon. Wahnsinn. Abgepacktes Blut? Das ist ja... Und damit kann ich heilen. Das ist natürlich mega geil. Verdippt das auch? Okay, warte mal. Ich versuche jetzt... Gekühlt werden oder so? 5. Naja. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich euch heilen? Stimmt. Uns wahrscheinlich uns geben dann den Blut. Uns den Blut. Er ist halt gerade noch Cooldown. Und kriegt man Gesundheit, wenn man isst? Ja. Man kriegt Nahrung und Gesundheit, wenn man isst. Und ich kann Gesundheit speichern in Bluttransfusionen. Ja. Und kann euch dann heilen oder mich selbst. Hoffe ich zumindest. Aber was ist, warum, ist denn die Frage, ist es besser als Essen? Moment mal, hast du gerade Schaden, Nikola? Oder wie sieht deine Gesundheit aus? 150 von 150. Hast du gerade Schaden, Nils? Kannst mich auch hauen. Nö, so ist mir geht's gut. Warte, dann steche ich dich einmal kurz. Nein, ey! Für die Wissenschaft! Für die Wissenschaft! So, und jetzt Achtung, jetzt heile ich dich. Nee, glaube ich, geht nicht. Was? Hast du noch Schaden? Warte mal, guck mal kurz bitte auf I. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Warte, stopp. Ich pack. Wir pieksen dich. Ich pack Bluttransfusion rein in die. Ach so, dann Kiste. Kann man das selber nehmen, meinst du? So als Heiltrank. Ah, was man im Inventar hat. Ah, und Leute, ganz kurz, was ich gelernt habe, wenn ihr Sachen übertragen wollt, könnt ihr es mit T machen. Also von einem Inventar ins andere. Könnt ihr einfach auch über den Gegenstand hovern und T drücken. E ist anwenden, T ist übertragen. Ist das anders?
Okay, cool. Alles klar. So, dann möchte ich natürlich als nächstes herstellen einen Mörser mit Leder. Haben wir Leder in der Truhe? Ach, das. Das ist Nils Truhe. Das muss er dazu sagen. Es gibt kein Privateigentum in unserer Truhe. Das musst du mit den privaten Menschen Nils klären. Naja, also du wolltest ja direkt da dein Müll reinlegen. Da musst du den Riegel vorschieben. Hast du denn Leder, Nils? Ja, warte, hab ich. Brauchst du wahrscheinlich auch selber vielleicht ein bisschen. Ja, aber wir können ja teilen. Also ich sag dir, wie viel ich noch hab. 7. Okay, nee, ich glaube, ich gehe selber heim. Ja, ihr habt jetzt alle eure unnötigen Sachen hier reingepackt, ne? Genau. Das geht aber nicht. Okay. Oh. Okay. Das ist einmal Blitzung. Das ist ja nicht so. Ich brauche Leder. Ich brauche Leder. Ja, wir haben die erste Fernkampfwaffe. Oh, welche Schleuder? Super. Ja, der Steinschleuder. Dann pack die aber auch gerne in die Kiste, ne? Du weißt, also ich baue mal ein paar mehr davon, ja. Am besten, wenn jemand was Neues freigeschaltet hat, macht man direkt mehr davon und packt es in die Kiste, damit alle was davon haben. Florentin hat den Kommunismus erfunden. Das ging schnell. Ja, so spezialisiert sich jeder. Ja. Oh, ich bin überladen. Du musst auf jeden Fall Gewicht leveln, weil das 100 ist ja gar nichts. Aber sowas wie eine Tasche kann man sich nicht bauen, oder wie? Dass wir man haben mehr zwei Kisten gebaut. Nee, aber so, dass man mehr tragen kann? So ein Rucksack? Nee, das ist ja Gewicht leveln. Natürlich kannst du ja mehr tragen. Ich verstehe. Gibt's vielleicht auch? Rucksack? Vielleicht. Irgendwo. Leder und Stein. Okay, ich muss was abwerfen. Chitin. Ach so, und die... Moment, hier entsteht doch was. Oh, meine Fasern. Wo sind meine Speere? Fasern? Nee. Ich könnte noch 27 Fasern geben. Ja, Leute, wenn ihr mehr von einem Item habt... Nee. Vergesst, was ich nicht gesagt habe. Wie kriegt man denn eigentlich Fasern nochmal? Einfach E drücken beim Tüti-Kaiserlaufen. Ne? Umlaufen und... Oder eben... Ach nee, Stroh war das bei Bäumen. Wie kriegt man nochmal Fasern? Einfach. Aber wo ist. Welche ist das? Viel bei Gräsern wahrscheinlich. Ja, ne? Warte, hier. So fallen lassen. Oder auch nicht. Doch, das ist, 16 das Fasern Zeug. Bei Pflanzen. Ja. Hier, weil ja, das sind diese Dinger, okay. Mhm. Also, aber das ist auch Fleisch. Cool. Also, wir müssen mal ein kleines bisschen Werbung machen. Während wir hier sammeln, aber wir sind in der Sekunde wieder da. Ich habe gar keinen Bock auf Werbung, ich will lieber weiterspielen. Aber wir warten kurz auf euch, bis gleich. Bis gleich. Das war gelogen, wir warten nicht. Wir können die Welt retten. Und dann würde ich sagen, trennen wir die Gruppe einmal. Oh mein Gott. Wie viele Lebenspunkte hast du? 27. Nein, Mann! Ja. Und jetzt erzählst du irgendwas von Stimmen in deinem Kopf. Wie soll das denn nicht verrückt klingen? Lass meine Freundin in Ruhe. Herzlich willkommen zurück zu ARK. Wir überleben in einer Dinosaurierwelt. Und es macht echt Spaß. Florentin ist gleich wieder da. Der ist kurz mal Dinofleisch braten. Und Nicola ist auch da. Hallo, Nicola. Hi. Ich dachte, Florentin wurde gefressen. Na, an Gottes Willen. Nein, das passiert hier nicht. Doch nicht in der ARK. Nein, in der ARK passiert das nicht. Ich schleppe mich mal eben. Ich bin so ganz langsam gerade. Kann aber auch wieder leveln. Halblube, Modus erfunden. So, sehr gut. Da bin ich wieder. Ich bin immer noch auf der Suche nach Leder. Aber manchmal Leder kann man sprinten, manchmal nicht, ne? Das ist auch. Ich habe volle Energie. Hast. Energie ist der Blitz unten rechts. Achso, was ist eigentlich? Da musst du mehr Ausdauer. Oder vielleicht schleichen. Level. Aber ich habe volle Ausdauer. Hast du viel Gewicht? Deine Gewichtsanzeige ist relativ voll. Ja, das kann sein, Nicola. Zu viel Gewicht. 85 von 100, das ist schon für Spiel genug, um dich Faser.
langsam. Gewicht 0, Gewicht Stein. Ah, weil ich so viele Steine dabei habe, weil ich gerade auf Steinsammlung bin. Keratin. Bist du einfach so Leder. Unterwegs gerade? Ja, ich suche Leder, ich will einen Stößel. Einen Stößel bauen, ja, ein Stößel ist gut. Ich esse einfach das weg, dann muss ich es nicht mehr tragen. Ist doch genial. Ich nehme einen Schluck aus meinem Wasserschlauch. Perfekt. Leute, ich bin... Aber ich kann nicht mehr rennen. Was habe ich denn so viel dabei? Weil ich so viele Steine habe. Yes! Boah, stark. Kommt zu nahe, kommt zu nahe. Machen Sie es bequem hier. Ich hoffe, es geht Ihnen gut hier. Sehr gemütlich. Vor allem, man verliert Wasser, wenn man isst. Ja, das ist auch merkwürdig. Ja, es kommt auf die Beere an. Also manche Beeren ziehen dir Wasser ab, manche nicht. Das ist ja geil. Ich glaube, die Gelben und die Roten die ziehen gar nichts ab. Die geben ich spezialisiere mich mal auf das Bauen. Ohne Fahne. Oh, es gibt sogar Trinkwasser? Aus Holz. Alles ist. Warte mal, ich trinke doch Wasser. Ich drück doch 4. Leute, bitte nicht verdursten. Bitte nicht verdursten. Dann geh ins Wasser und trink bei E. Also. Und Wasser. Ah, jetzt ging's. Okay, weil ich bin gerade nicht in der Nähe von Wasser. Achso. Sehr gut. Aber was für krasse... Also, das ist schon auch ein bisschen Sci-Fi, ne? Weil hier gibt's so krasse Gebäude. Ja. Nee, das könnte wahrscheinlich die Story. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Oh, Kochtopf. Oh, das brauchen wir. Soll das ja umfangreich sein. Der hat mir Öl geklaut gerade? Mir hat ein Tier Öl geklaut. Du hast Öl? Ja, glaube ich, Öl. Ach so, okay. Die kleinen Öl. Ach schon, raffiniert. Der hat mir tatsächlich Öl geklaut. Aber das hole ich mir zurück, mein Freund. Das Tier hat dir Öl geklaut? Das hat mich gebissen und dann stand da Öl verloren. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, es wird wieder dunkel. Oh nein. Vielleicht können wir schlafen und dann ist wieder hell. Wir haben doch ein ewiges Feuer, oder nicht? Ja, gut. Aber dann, ja, müssen wir uns Fackeln bauen. 7. Bevor wir losziehen. Was? So, Leder. Wer hat hier Haut? Ich hab hier jemand Bögen und Pfeile Haut. Für euch. Geil. Haus in die Kiste. Oh. Ja, die ist voll. Ich baue immer eine neue. Ja, wahrscheinlich ist es klug, eine Waffenkiste zu machen und so verschiedene Kisten. Oh, hier ist einer. Ich kann auch benennen, oder? Die so, mein Freund. So, mein Freund. Ich würde die ins Haus stellen, damit es nichts geklaut wird von irgendwelchen Teams. Oh. Nils, menschliche Fäkalien sind im Haus. Was machen wir jetzt? Haben wir schon sowas wie eine Toilette? Hast du da hingekackt oder was? Ich bin vergiftet? Wieso kackst du denn direkt da rein jetzt? Das sieht schon gemütlich aus. Oh, Nigula. Wieso hab ich eigentlich diese ganzen Steine? Was machen die denn? Also diese Giftinus sind krass. Umbenennen. Gesundheit. Okay, Loot. Waffen. Essen. So. Essen. Essen. Essen, essen. Finde ich gut. So, ich drohe zu verdursten. Hab ich genug für den... Oh, noch ein paar haben wir genug Holz, Nicola, um das Feuer am Leben zu erhalten? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ich habe vor allem Stroh, damit kann man ja auch das Feuer befeuern. Oh ja, aber Stroh brennt doch nicht effizient, oder? Ich weiß gar nicht, wie effizient von Stroh aussieht. Ja. Ich leg's einfach mal rein. Oh Gott, ich muss mehr. Ich brauche kann ich nicht, weil alles voll ist. Das ganze Fleisch verdippt schon. So. Wie fülle ich den Wasserschlauch? Also, ich baue jetzt hier erstmal geilen Scheiß. Ja. Wieso kann ich das nicht hier? Die Anzahl. Ach, Stroh brauche ich, habe ich doch aber. So, oh, das ist wichtig, dass man ein Zuhause hat. Oh, das sieht ja schon richtig schön aus bei euch. Bei uns. Ja. Bei uns. Oh, jetzt ist der Nils auch auf. Hm? Was? Kooperation umgestiegen. Doch nicht Besitz und so, sondern gemeinsam Besitz. Ich war nie anders. Ja. Ich habe nur. Du sagst, du hast hier schon eine Kiste gebaut. Dann baue ich mir auch eine Kiste, will meinen Scheiß reinlegen. Dann kommst du und legst deinen Scheiß in meine Kiste rein. Also, was? Und dann bin ich derjenige, der nicht kooperativ ist oder was? Ja, das ist eine gemeinsame Kiste. Du schreibst dir die Geschichte auch, wie sie dir gefällt, ne? Mag Geschichten schreiben? Ich bin empört. So, Freunde, jetzt haben wir ein Mörsel und Stößel. Mörsel und Störsel. Was?
Wir sind bereit. Okay. Ja, Pfeile und Bögen sind auch bereit. Könnt ihr euch gerne herausnehmen aus der Waffenkiste. Echt? Die uns Pfeil teilen gemeinsam. Hammer. Ja. Du bist ja krass. Ne? Ich auch meinen. Brauch nur mehr Pfeile. Du bist ja super kooperativ, ey. Ja, warte, oder? Aber in welcher Kiste? Ja, im Haus. Ich hab die wichtigen Dinge würde ich ins Haus packen, damit ja. Ich nicht von irgendwelchen Dinos geklaut werde. Also du bist zu groß. Das höre ich öfters, ja. Krass. Pfeil und Bogen, krass. Jetzt hast du hier schon ein Architekturkonzept? Ja, ich baue echt Pfeile mitgenommen. Ja, ist schon so grob, ja. Hm? Hier ist ein Vogel gelandet mitten geil. In unserer Bau. Oh, ja, auf ihn! Okay. Das ist unsere Chance, Leder zu bekommen. Oh, ah, Mist. Er war schlau genug, leider. Nils, guck mal bei mir. Kann ich hier meinen Mörser hinsetzen? Er ist tot. Ich habe ihn getroffen in der Luft. Als er fliehen wollte. Wenn du möchtest, klar. Ich baue da noch was drumherum. Was, Nikola? Er ist tot. Der Vogel? Ich habe ihn getroffen. Beim Fliegen habe ich ihn abgeschossen. Nein, ernsthaft mit Pfeil und Bogen? Ja, doch. Alter, wie krass du bist. Jetzt ist er im Wasser gelandet, bitte. Wir holen ihn dir. Ist doch egal, ernst. Ja, ist gerade alles dunkel und. Nikola, sei kein Feigling. Ernsthaft, das können wir jetzt gerade wirklich nicht gebrauchen. Ja. Jemand, der einfach nur feige ist. Okay, jetzt abgefahren, Leute. Ich kann jetzt im Stößel hier verschiedene Ressourcen herstellen: Salz, Lehm, so. Zündpulver, Zement. Guck mal, ich stell dir die Rohstoffe her und du baust damit. Ja, das ist doch absoluter Oberhammer. Lehm, Kaktussaft brauche ich. Für Lehm. Okay, das Wasser ist so kalt, dass ich Schaden bekomme, wenn ich im Wasser bin. Salz, wo kriege ich denn Salz her? Schwefel, Öl, aber Öl habe ich schon. Salz? Masern. Warte mal, das kann ich bauen. Feuerstein plus Stein. Habt ihr euch alle einen Schlafsack schon? Ne? Nee. Ich dachte, den machst du für uns. Ja, deswegen frage ich. Mal angefragt. Ja, also ich würde gerne auf deine Hilfe zurückgreifen. Dann mache ich euch einen Schlafsack. Ich bin gerade auf der Jagd nach einem. Ja. Ich weiß nicht, wie man das hier. Was brauche ich denn dafür? Oh, da brauche ich aber Leder für. Wir müssen erst jagen. Ganz kurz, wie habt ihr es geschafft, diese ganzen kosmetischen Sachen abzulegen? Einfach in die Kiste rein. Die ist schon voll. Die Kiste ist voll. Ah. Hat nur zu viele Slots. Ich verstehe. Wie unser Inventar. Ja. Wo ist denn dieses Tier? Feuerstein. Nee, ist leider zu dunkel. Ich sehe das. Sind ja. Oh, noch? Was? Unter Wasser geht das Licht aus? Das ist ja frech. Wer hat denn das erfunden? Ist das wirklich, also diese Nachtphasen sind echt hart, weil es einfach stockdunkel ist. Ihr könnt aber Fackeln tragen. Ja, die. Ja, du sollst die doch nicht. Was ist denn das? Ich hab doch welche. Soll ich mal eine Fackel herstellen? Die Fackel habe ich schon. Mal eine Fackel. Was? Ah, hast du schon, okay. Ganz schön kalt. Ich geh mal zum Feuer und wärme mich auf. Was ist das denn? Ah, ich verstehe. Wenn die kaputt ist, kann man die nochmal andrücken, dann wird's repariert. Ich verstehe. Genau. Ja, cool. Okay. Ich glaube, ich hab einen Bug. Ah, nee, da ist es. Ah, okay, jetzt sehe ich's. Es gibt auch Schilde. Das ist auch was für mich. No, Holzkäfig. Oha. Oh, kannst du das? Wer ist das? Bist du das, Nikola? Ja. Kannst du mal versuchen? Nee, Florentin ist das. Okay, warte, der ist gerade abgelehnt. Achso, du bist gerade auch da. Könntest du mal versuchen, diesen Steinhaufen da? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Den Steinhaufen wegzuknöppeln. Wenn das geht. Ja. Den da. In der Ecke da. Achso, der. Ja. Ich dachte, du kannst nicht am Steinhaufen vorbei. Was ist da noch mehr? Ah ne, es geht, dankeschön. Okay, ich brauche nochmal so ein bisschen. Jetzt kommt der Außenbereich. Mit der Bar. Achso, nee. Mit eingemauert, okay. Okay. Ja, ich mach mal so ein bisschen, ich probiere mal so ein bisschen rum. Kann man jetzt hier warte. Ah geil, das ist ja stark. Ach, das Wasser füllt sich automatisch im Wasserschlauch auf. Das ist ja praktisch. Ah, wirklich? Das war mir gar nicht so. Ich bin einfach Wasser gegangen und dann war plötzlich das Icon fülliger. Oh, ist hier. Also Mörser und Stößel.
Leute, ich glaube, ich kann Schießpulver herstellen. Oh, jetzt, warte mal. Ernsthaft, was? Schießpulver? Es geht etwas zu schnell hier ein bisschen. Was machen Sie? Wer daher? Warte mal. Ich muss das erst erforschen, aber die Ressourcen habe ich. Ich habe Holzkohle und Zündpulver. Ich habe jetzt einfach mal intuitiv Zündpulver hergestellt, weil ich dachte, das braucht man noch, oder nicht? Ja, bestimmt. Brauchen wir alles. Oh, jetzt kannst du auch schon Holzsachen herstellen. Also ich kann schon Holzwände herstellen und sowas. Kannst du bestimmt auch schon, oder? Ja, ich habe gerade Holzwände. Können wir eigentlich alles abreißen. Ja. Klappt das denn mit den Waffen? Gibt's da schon was, Nikola? Ja, im Haus gibt's Pfeil und Bogen für dich. Kannst du dir gerne abholen. Gerne. Kochtopf. Hat irgendwer Kochtopf? Kann ich machen. Erforschen. Wieso? Also, ich dachte, wir wollten uns ein bisschen aufteilen, Nikola. Wieso hast du denn eigentlich jetzt... Nikola macht Waffen. Ich hab's nur gesehen. Ja. Also du bist Bauministerium, Nikola ist Verteidigungsministerium und ich bin Gesundheit und Umwelt und Okay, was? Wer macht Essensministerium? Mach ich. Ist Teil des Gesundheitsministeriums. Okay, das heißt, hast du schon den verbesserten Kochtopf gemacht? Ja. Hammer. Oh, wir können mal Beete bauen, oder? Zum Anpflanzen. Ich brauch... Ja, dann können wir unsere Fäkalien loswerden. Oh ja, das ist eine super Idee. Produktiv. Das noch. Die Hinterlassenschaften verwenden. Achso, Holztürrahmen, das hab ich nicht. Okay, Ich kümmere mich um den Kochtopf. Ich brauche Fasern. Dafür braucht man ziemlich viel. Warte mal, da braucht man. Oh nein, die Narkosebären sind gleich weg. Das ist so süß. Das könnte entweder so ein Kuscheltier sein, der Narkosebär. Wenn man nicht einschlafen kann. Ich krieg mal den Narkosebären. Ja. Feuerstein, Stein, Holz, krieg ich hin. Und respawnen die Ressourcen eigentlich auch oder sind die weg, wenn man die einmal weggekloppt hat? Tja. Weiß man nicht, ne? Weiß niemand. Wie kann ich das wenn die ins Leer ist, haben wir gewonnen, haben wir alles durchgespielt. Mir kommt das alles sehr bekannt vor. Oh, ich bin mit einem Pokémon. Das gibt's auch nicht. Ja, warte, ich hab. 48 Bären, ja, ist. Ich ja, das ist auch Fleisch, ne? Ja, Fleisch. Ich bleib Veganer. Das funktioniert auch in der Steinzeit. Oder welche Zeit wir gerade Welche Zeit sind wir gerade? Steinzeit, würde ich sagen, oder? Schau, was Steinzeit. Du da hast. Ja, okay. Also streng genommen leben halt überall Dinosaurier, also. Ja, gut. So, wie trinkt man? E. Wasser E, genau. Oder wenn du den Schlauch den gefüllten Schlauch in der Leiste hast, kannst du ihn auch drücken, wenn er voll ist. Ich hab ihn eigentlich in der Leiste, aber... Kompass? Ist Kompass eine Waffe? Ja, oder? Tut schon weh, wenn es auf den Kopf landet. Kompass? Ja. Aber wofür brauchen wir einen Kompass? Brauchen wir nicht. Klar nicht. Oh, fucking überladen. Himmelsrichtungen. Ey. Ja, ihr habt recht. Gewicht ist das Wichtigste, was man skillen kann. Ja, schön Level. Warte mal, wie viel Punkte habe ich? Achso, ich konnte nicht... Hä? Okay, das ist ein Käfig. Das ist strange. Und wie ist das? Ein tragbarer Käfig zum Inhaftieren von Gefangenen. Oha. Jetzt wird's aber. Ein tragbarer Käfig. Ist okay, auch das schon ist eine geile. Hat nicht Valentin davon erzählt, dass er auf irgendwelchen Ark-Servern unterwegs war und die ganze Zeit irgendwie festgenommen wurde? War das Ark? Festgenommen? Ja, von irgendwelchen Clans. Das passt aber auch so gut zu Valentin. Spiel? Oh, endlich Feierabend. Ein bisschen Videospiele spielen. Sie sind verhaftet. Gibt bestimmt auch Roleplay-Server hier, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. Damit ich euch Schlafsäcke bauen kann, müssen wir Leder haben. Das heißt, wir müssen Leute... Okay, dann lass kurz warten, bis es wieder Tag ist. Ich finde nicht mal den Flugsaurier, den ich abgeschossen habe. Das ist einfach zu dumm. Oh, das ist natürlich... Aber den hast du mit Pfeil und Bogen abgeschossen? Ich glaube, der ist auch kaputt gegessen. Ja, ich hatte zwei Treffer gebraucht, dann war er weg. Krass. Alter, ich bin so überladen, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das ist ja faszinierend. Herstellung. Ja, aber wie soll man denn was aus Stein bauen, wenn man immer überladen ist, wenn man Steine hat? Ja. Gewicht leveln. Da bekommst du ja 10 Kilo dazu. Wollen wir mal ein bisschen Ordnung schaffen, indem wir jetzt die Kisten nach Rohstoffen, also wir haben die jetzt so ein bisschen benutzt, um unseren Shit unseren Müll dort reinzuschmeißen. Das ist der Müll hier vorne. Aber wenn wir mal so Ressourcenkisten definieren. Ich würde ins Haus tun, damit wir gleich wissen, okay, was im Haus ist, ist wichtig. Okay, dann mache ich hier... Ich hab die auch benannt. Dann wissen wir auch gleich, was drin ist. Hast du auch schon Kisten gebaut im Haus oder was? Ich habe eine im Haus gebaut für Waffen, ja. Da liegt der Bogen drin und der Pfeil für dich. Ah ja, okay, perfekt. So, wie heißt auch Waffenkiste, also. Ja. Die sind alle benannt.
Ich würde eine Ressourcenkiste würde ich nach draußen packen, weil man sie ja immer eigentlich auch hier braucht. Ja, Nils, guck mal, wo willst du den Kochtopf hin haben? Ich würde den schön hier, ja, das ist nicht super, irgendwo da nicht zu dicht. Auf das brennbare Material am besten. Nicht zu dicht. Oh, hier? Er steht jetzt hier. Ja, ist doch super. Der hat jetzt noch mal ein eigenes Lagerfeuer drunter. Ist das besser? Kann man sich da besser wärmen als bei dem normalen Lagerfeuer? Also, ich bin natürlich als Erbauer vorbelastet. Und wir können auch eine Kiste machen mit Nahrung, ne? Ja. Gibt's Kühlschränke in diesem Spiel? Ich hab keine Ahnung. Es gibt Salz. Kram ja kühlen. Es gibt Konservierungssalz, aber ich weiß noch nicht, wie man das findet. So, ich gehe mal ein bisschen jetzt auf Faser. Kann man Minen bauen, Salz abbauen. Brauchen Salz wir das alte Lagerfeuer jetzt noch? Weil ich würde sagen, drin, dann packt am besten jeder sein ganzes Holz in das neue Lagerfeuer rein. Ja, da ist noch Fleisch drin, dann nehme ich kurz das Fleisch raus. Warte mal, ganz kurz. E ist Feuer entzünden. Wie schaffe ich es, Holz nachzulegen, ohne das Feuer zu löschen? Inventar öffnen. Inventar öffnen, gedrückt halten musst du es. Genau. Was gedrückt halten? Einmal drücken ist Feuer aus, E gedrückt halten ist Inventar öffnen. Okay, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ich da jetzt Stroh reinlege, wird das auch verbrannt? Genau. Wahrscheinlich, aber ich glaube, Stroh ist ja nicht so der Energieträger, ne? Im Vergleich zu Holz. Ja gut, aber lieber, aber bevor ich es im Inventar habe, oder? Ja, man kann, nee, also Stroh kannst du auch was mit bauen, zur Not. Ich habe 2 Kilo Stroh im Inventar. Ja, dann. Da entsteht jetzt Kohle. Ich verstehe. Wie viel ist 2 Kilo Stroh? Ich stelle mir grundlegende Fragen, glaube ich. Okay, ich hab nicht. Faser. Hat eine Ansicht. Aber Leute, langsam wird's. Langsam wird's. Ja, ist überraschend. Ja. Und kann man auch. Also, Zone. Ich bin was kann man da alles reintun? Auch Beeren? Werden die denn auch gekocht? Es gibt bestimmt Rezepte wahrscheinlich, ne? Ja. Oder? Vielleicht. Ich packe dich hier mal rein und wir schauen einfach, was passiert, ne? Weil alles, was ja in dem Kochtopf ist, wird ja irgendwie transformiert, wahrscheinlich. Es gibt Notizen, Entdeckernotizen im Inventar. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die freischaltet. So, mal gucken, was kommt als nächstes. Zähmende Tiere. Narkosemittel. Nils, du hattest recht. Mit verdorbenem Fleisch macht man Narkosemittel. Siehste? Jetzt guck mal. Da wurde ich noch ausgelacht. Ne? Hat denn jemand verdorbenes Fleisch? Ja. Ah, doch, habe ich. Ja, auf jeden Fall. Haben wir. Aber es vertippt bald das verdorbene Fleisch. Denke, wir kommen jetzt in alles wieder gut, oder was? Ja. So. Für die Wissenschaft. Verdorbenes Fleisch. Und Beeren. Heiß. Oh, die Beeren sind jetzt auch gleich alle kaputt. Gott. Was ist denn hier los? Boah, ist das teuer. Narkosemittel erhöht deine Gesundheit, aber lässt dich einschlafen. Ja, dann bist heilst du wahrscheinlich im Schlaf. Oh. Aber nicht dauerhaft erhöht Gesundheit, sondern man. Nee, wenn du verletzt bist, wahrscheinlich, nehme ich an, kannst du dich einfach mal. Das ist jetzt auch nicht das Beste. Wir können Zement herstellen. Florian, kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? Guck mal, da deine Hand. Ja. Aber der ist der Stößel, ne? Da brauche ich Zugang dazu. Was? Wo ist der Stößel? Ja, natürlich, das wird nicht zugemacht. Oh, wir haben bald die erste Waffe freigeschaltet. Das ist ja der Wahnsinn. Also, Schusswaffe. Also, Schwarzpulverwaffe. Oh, krass, ey, Die sind einfach super schnell. Wir rennen, ja. Jetzt verstehe ich's. Man kann sich hier anzeigen lassen, was man noch nicht kann, aber was hier produziert wird. Das hätte ich gerne nicht im Leben. Obwohl, nee, lieber nicht. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Okay. So. Was ist unser Plan für gleich? Also erstmal Tiere jagen für Leder. Das war der letzte Stand, oder? Ja, haben wir denn 3 Bögen mittlerweile? Können wir zu dritt? Ja. Könnt euch jederzeit hier die Bögen ausrüsten. Pfeile habe ich auch schon ein paar gemacht. Ich kann ein paar mehr Pfeile herstellen. Ja, wo sind die denn? Wo ist denn die Waffenkiste? In dem hier drin. In dem Hütchen. Ja. Da hinten im letzten Eck. Okay. Schön versteckt. Ach, ein bisschen dumm. Okay. Dann lege ich den jetzt mal auf.
Ah, ich verstehe. Ich muss erst raus, dann nochmal Inventar und dann jetzt kann ich es auf die... Warum kann ich es nicht auf die 5 legen? Also bei Drag and Drop hinlegen. Das geht nicht. Man muss Drag and Drop nehmen, glaube ich. Drag and Drop? Ah, okay. Oder rechtsklick und ausrüsten, glaube ich auch. Nice. Okay. Wenn jeder einen Witz, glaube ich, in die Hand gelegt. Wenn jeder einen... Ja. Okay. Es wäre wahrscheinlich clever, sich selber Pfeile bauen zu können, ne? Dann lerne ich das auch mal. Ja, wenn man unterwegs ist. Das ist leider... Also, wie kann ich das wieder abbauen? Steinpfeil. Kleines Beat. Ja, auf geht's. Ach, okay, das ist auch Gesundheitsministerium. Ja, wir gehen jagen. Doch, Ernährung. Ja, ich komm mit. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Geht's los, jetzt schon? Oh, okay. So, nee, ich meine... Ich würde sagen, zum Tagesanbruch, oder? Ja. Okay, ja gut, dann würde ich mal gucken, ob der Vogel noch da ist, den ich abgeschossen habe, oder ob der schon in seine Bestandteile zerlegt wurde. So, und jetzt? Ich meine auch, Tiere, die getötet wurden, die können auch von anderen Dinos gefressen werden. Also wenn wir die erlegen, müssen wir schnell sein und unseren Loot holen. Ach, oder dadurch können wir andere anlocken, oder? Oh, zum ja, Kadaver. Stimmt. Ja. Ja. Die können wir bewegen, durchziehen. Und Fallen gibt's bestimmt auch noch. Okay, wieso geht das nicht? Okay, jetzt ist noch zu kalt. Ah, so okay. Bessere Kleidung irgendwann mal. Ja, mit Sicherheit. Okay, so und jetzt? Wieso? Warum? Wie kann ich das Dach drehen? Ich glaube, erst platzieren und dann drehen. Es gibt bei Kisten ja so, dass man die drehen kann, nachdem. Das ist. Ist das. Das du kannst auch ein Flachdach bauen. Das ist vielleicht einfacher. Nee, das habe ich ja eben schon gebaut. Ich will jetzt ja mal lernen, wie das geht. So. Was hast du vorhin gesagt, Nicola? Man kriegt mehr Stroh, wenn man mit einer... Wenn man mit einer Pickaxe quasi gegen den Baum... Wie kriege ich mehr Holz? Was soll ich das denn? Mit einer normalen Axt. Ach, eine Axt. Was geht denn aufs Fundament? Kann das sein? Das ist nett von dir. Ich hab das Geld. Okay. Ich muss jetzt einen Dachstuhl bauen. Nee, das kann sein. Ja, das ist... das. Ich brauche irgendwie ein Fundament, ne? Ah, oh, ein weiblicher Dino. Aber das, okay, das geht irgendwie nicht. Okay. Das geht nur unten aufs Fundament. Das heißt, ich kann nur Flachdächer bauen. Also, hä? An Professor Dr. Nietzmann die Frage gerichtet. Was ist denn ein Dilphosaurus? Ist das ein Fleisch oder ein Pflanzenfresser? Das kannst du eigentlich am Gebiss erkennen. Ah ja. Und meistens die... Ja. Also ja, du weißt es nicht. Wie da, genau? Zeig mir mal den, dann sag ich es dir. Den Namen kann ich dir nicht sagen. Du hast gerade weggeratscht. Also es gibt... Er scheint nicht aggressiv zu sein, aber ja, ich bin schau mal, nicht die meisten Vogelbecken-Dinosaurier sind Fleischfresser. Mhm. Und die anderen sind Pflanzenfresser. Ah ja, okay. Das ist ja relativ einfach. Dankeschön. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ein Parasaurus, der stopft hier... Oh, Parasaurolophus? Hier steht nur Parasaurus. Viel besser mit der Axt. Aber vielleicht haben sie sich verschrieben, das kann natürlich sein. Ich bin immer überladen. Ich bin so langsam. Florentin, rechts von dir stopft da so ein riesiger Dino. Wollen wir jagen? Ich bin gerade überladen. Er ist ein paar Köpfe größer als wir. Aber ich meine, mit zu dritt, mit Pfeil? Hey, Speere, Pfeile, Bogen. Ja, gut, also dann, aber nicht, wenn du überladen bist. Dann ist, denn jetzt das ist das Ausweichen etwas schwieriger. Ich bringe euch Holz! Also ich bin inzwischen bei 150 Gewicht. Also ich habe stärkeren Rücken bekommen. Das so. Funktioniert sehr gut. Holz. Funktioniert nicht so richtig. So, jetzt guck mal, was ist hier alles passiert? Mit dem Fleisch. Aber das wird nicht gebraten, das rohe Fleisch im Topf. Das gibt's doch nicht, das ist ungeheuerlich. Oder hat er kein Inventar mehr? Ist das... Vielleicht hat er kein Inventar. 12 von 12 steht hier. Vielleicht musst du mal Platz machen, ja. Dann tue ich das schon so. Strom mal raus. Wenn ich jetzt das nehme, tue ich das Strom mal in den anderen. Oh, ist gerade Sonnenaufgang. Das ist ja total bescheuert. Ich verbrenne das ganze Stroh. Nee, warte, ich brauch's zum Bauen noch. Soll das irgendwo hin? Gibt's eine Kiste, wo du das Stroh hinhaben willst? Kannst du auch schnell droppen, das ist ja kein Problem. Ja, genau, eine Ressourcenkiste. Welche ist das? Eine Rampe? Mhm. Welche ist das, Nils? Die, vor der du stehst, die da, genau. Das ist eigentlich die Ressourcenkiste, genau. Mhm. Okay. Haben wir eigentlich Verteidigungseinrichtungen, wenn okay, die Dinos angreifen sollten? Das ist aber mit der Tür natürlich mega dumm. Ja, lass uns den mal angreifen jetzt. Der steht hier direkt vor unserer Nase. Ja, aber... Sind wir bereit? Na gut. Bögen? Ja.
Was? Nils, ja. Wir brauchen deinen Bogen. Wir brauchen deinen schnellen Finger. Ja, warte, der Elb ist bereit. Wo ist. Boah, geil. So. Die sind sie langgreifen. Ich will jetzt nur Headshots sehen, Freunde. Seid ihr bereit? Okay. Ja. Los, 3, 2, 1, Feuer! Ich hab keine Pfeile! Oh. Okay, ich gehe in den Nahkampf ran. Ich hab keine Pfeile. Ja, down! Er ist down! Yay! Die sind ja mega stark, die Pfeile hier. So, ich nehm die Axt. Ja, mach mal. Oh Gott, ich werd weggehauen. Jetzt wird wieder reingeschlagen in den Kadaver. Moment, mit welchem Werkzeug habt ihr das jetzt abgebaut? Ey, ihr könnt die Pfeile wieder aufsammeln übrigens, ne? Ach, echt? Ja. Gut. Ich glaube, nee, die Arbeit mache ich mir nicht. Die Arbeit, mache ich mir nicht. Also. Nee, also ich hab 30 Pfeile oder so. Das reicht schon. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in dem Kochtopf das Fleisch nicht gebraten wird. Das ist ein bisschen widersprüchlich, oder? Das verdirbt hier einfach nur. Vielleicht. Kann man das nur im Lagerfeuer machen? Was kann man in einem Kochtopf machen? Vielleicht musst du mehrere Dinge zusammenlegen, das kann sein. Und daraus ein Rezept machen. Und alles, was dann da drin ist, füge so verschiedene Gericht. Zutaten und Wasser hinzu. Mhm. Um beispielsweise Suppen, Eintöpfe oder Farben herzustellen. Dann hol ich kurz mal Wasser. So, jetzt ist Wasser mit drin. Der Wasserschlauch, reicht der? Oder muss Wasser irgendwie anders da rein? Ich glaube, das ist schon okay. Blaue Färbung! Färbung! Aus Bären entstehen Färbungen. Also nee, jetzt, Bären mal raus. Kannst du blaue Farbe brauchen? Wir haben jetzt blaue Farbe im Kochtopf. Ja, da können wir bestimmt was Feines mitmachen. So. Aber ich glaube, das mit dem Fleisch ist Quatsch. Aus dem Mörser ist jetzt aus Versehen ein bisschen. Ich glaube, Fleisch muss ins Lagerfeuer. Hier, es gibt diese Meobären. Die machen Gerichte leckerer, steht hier. Aber dann lass uns Fleisch weiterhin ins Lagerfeuer werfen. Ja, okay. Also ich wollte das doch nicht bauen. Also und aber Rezepte mit Fleisch. Sehe ich das richtig, dass das immer ein Slot braucht für das Produkt? Also das normale Lagerfeuer hatte auch auf dem vierten Platz dann quasi. Also es erzeugt den vierten Platz. Okay, aber da muss jetzt auch noch Holz rein, ne? Ja, oder Stroh. Ja, okay. Oder Kohle. Aber entsteht aus Stroh auch Kohle? Weil wir brauchen auch Kohle. Also, aber ich hau ein bisschen Holz rein, das ist ja schnell gemacht. Pack jetzt mal Stroh rein und du kannst ja schon mal danach. Guck mal, ich fäll hier mal so einen großen Baum. Okay. Ja, gut, oder nicht? Ah, doch, okay, ich kann nur den Boden hauen. Dann planieren wir ja alles oder behalten wir so ein paar. Oh, Baumfeld! Oh, okay. Wow! Oh. Jetzt ist hier plötzlich viel Platz. Jetzt bin ich auch richtig überladen auch wieder hier. Mann, dieses Überladen ist ja albern. Ja. Aber du kannst auch leveln gerade, Florentin. Ja. Ich hab auch eifrig investiert in Level. Oh geil, ich kann schon wieder. Ich mache alles auf. Ich habe schon 150 Gewicht. Oh, jetzt gibt's weitere Holzgeländer. Oh, stark. Stimulanzien. Noch ein Level, dann können wir eine Pistole herstellen. Zement will ich herstellen können. Was ist das? Ich brauche. Oh Nils, ich baue dir gleich Zement. Yes. Dann kannst du richtig mal loslegen. Holz. Ich find's auch gut, wie Nils sich einfach völlig aus der Wildnis zurückgezogen hat, sondern nur noch in seiner Base lebt. Ich will jetzt erstmal das Bausystem einmal checken und dann, wenn ich das hab, dann gehen wir gemeinsam auf die Jagd. Nee, das finde ich auch gut. Ich werde mich mit dem Bausystem auch nicht auseinandersetzen, sondern ich überlasse das Nils. Wollen wir gleich nochmal jagen? Achso, ich wollte gucken, ob der Flugsaurier noch da ist. Also ganz kurz, Nikola. Ich glaube, es zu verstanden zu haben. Wenn, also das Produkt belegt einen Inventarslot, es sei denn, es gibt keinen Inventarslot mehr, dann geht es in einen vierten virtuellen Slot sozusagen. Genau, der temporär dann da ist, ja. Der geht aber weg, sobald du das rausgenommen hast dann. Genau. So, jetzt läuft das Feuer, das heißt, das Fleisch wird jetzt alles gebraten. Und hier unten sieht man, wie verderblich das Fleisch noch ist, ne? Genau, da steht auch die Zeit dabei. Verfällt nach, Verfallszeit. Verfallszeit hat 2 Minuten. Genau. Heißt die Zahl die Minuten? Ja. Die Sekunden laufen ja ab. Was bist denn du? Ja, nee, nicht ganz. Was ist denn die Zahl rechts unten bei dem Fleisch? Das ist das Gewicht. Das ist ja eigentlich weg. Ah, das ist einfach Kilo, die Anzahl quasi. Mal 0,1. Ich verstehe. Ja, genau, je nachdem. Was bist denn du?
Alles klar, Leute. Ich glaube, ich verstehe es langsam. Gönn mir noch einen Schluck Wasser, füll meine Wasserflasche auf und jetzt gehen wir auf die Suche nach Salz. Flaunty, willst du mir kurz noch helfen, diesen mit dem Wasser. Inu hier umzuhauen? Gerne. Das mit dem Wasser füllen checke ich noch nicht ganz. Einfach ins Wasser. Also, ich bin einfach reingelaufen ins Wasser und jetzt ist meine Flasche wieder voll. Ich bin auf 48. Holz. Ey, wir können bald, wenn wir uns sicher fühlen und jeder in seinem Ressort, dann können wir richtig mal auf Expedition gehen, ne? Ja. Irgendwie kriege ich meinen Wasserschlauch nicht gefüllt. Also ich brauche nur ins Wasser reinlaufen, dann ist er voll. Was fehlt mir jetzt hier schon wieder? Ach, Fasern. Dann wird er durchsichtig, wenn ich getrunken habe. Und wenn ich wieder ins Wasser gehe, wird er wieder undurchsichtig. Meine Güte, diese Fasern. Ich bin nicht überladen und ich kann kein Wasser mehr tragen. Steht auch im Inventar, ob der voll ist, oder? Ja, genau. Und wenn du das Inventar aufmachst, dann steht auch da, ob wie viel Wasser in der im Schlauch ist. Wenn du drüber hoverst über das Icon. Ja, 46, aber ich krieg's nicht gefüllt. Vielleicht fühlt sich's dann nicht mehr, wenn da was drin ist. Dann muss das leer sein. Du erstickst. Ach du meine Güte, Leute. Von allen Ecken. Wow. Tod lauert überall. Ich muss mal genau zur richtigen Stufe im Wasser sein. Also, warum krieg ich das denn jetzt nicht mehr gefüllt? Da trinkst du kurz aus, oder? Hast du keinen Platz mehr? Ich hab's gerade ausgetrunken. Jetzt ist nur noch die Hälfte drin, aber ich krieg's nicht mehr voll. So, warte, ich helfe dir kurz. Ich hab genug. Du willst den da vom Himmel holen, oder was? Nee, der ist schon weggestapft. Alles gut. Der hat sich schon. Ist schon geflüchtet. Wo könnte man denn Salz finden? Das weiß ich auch nicht. Ja, entweder Salzmine oder irgendwie aus dem Wasser, aus Salzwasser destillieren. Mehr Fasern. Das ist so. Aus Salzwasser destillieren, das ist keine dumme Idee. Vielleicht entsteht im Kochtopf aber automatisch Salz, wenn da Wasser drin Salzwasser ist. Oh, was bist du? Du musst ja aber auch Salzwasser haben. Oh, brauchst du was? Ist Süßwasser, ja. Oder nicht? Nee. Kämpfen wir? Ja, okay. Wo seid ihr? Ja, ich komm. Okay, let's go. Feuer! Okay, Feuer. Ah, du lebst. Oh, Headshot! Yes, okay. Nice! Okay. Das ist gut. Der lebt nicht mehr. Da können wir jetzt. Nimm dir bitte Axt. Ich glaube, da bekommst du mehr raus. Jetzt fehlt mir wieder Holz. Ja. Aber kann es sein, dass das Werkzeug bestimmt, welche Ressourcen man kriegt? Ja, genau. Wenn du gegen den Baum haust mit einer Spitzhacke, bekommst du mehr Stroh raus und wenn du mehr mit einer Axt oder einer normalen Axt haust, dann bekommst du mehr Holz raus. Aber ich habe jetzt gerade bei dem Kadaver, habe ich das Gefühl gehabt, mehr Leder bekommen mit der Axt. Ach so. Kann das sein? Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, die ist effektiver, als wenn du normal mit der Faust drauf haust. Okay. Ich raff diesen Kochtopf nicht. Ja, Wasser muss da irgendwie hinzugefügt werden, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht mit einem Schlauch. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Das ist ein Spitzhacke im Kochtopf. Ja, aber da ist ja nur ein Wasser drin. Ja, vielleicht passiert da was. Mal gucken. Warte mal, vielleicht okay, kann man hier auch. Ich nochmal auf. Verbrauchen. Jetzt ist 38 drin. Aber jetzt ist der Schlauch auch weg. Jetzt liegt der ganze Schlauch liegt jetzt im Topf. Ja, vielleicht müssen wir ein paar Schmähschläuche herstellen. Und ich habe hier noch blaue Färbung. Ich gebe die mal Nils irgendwie. Ja, die kann ich auch Waffen anwenden. Ah, warte mal. Die verwende ich auf meine Axt. Hab ich nicht noch einen gehabt? Jetzt hab ich eine blaue Axt. Ich kann selbst anmalen. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich Fisch kochen? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gerichte, die man in unterschiedlichen Objekten herstellt. Und Lagerfeuer haben wir gut verstanden, aber Kochtopf haben wir noch nicht verstanden. Keine höhere Ebene mehr möglich. Schade. Ich habe eine blaue Axt. Ich bin sehr stolz auf mich selbst. Alter, hallo? Muss Brennstoff enthalten. Füge verschiedene Nahrungsmittel und ein Rezept hinzu. Muss ein Rezept hinzufügen. Ach, die können wir, glaube ich, auch erforschen. Ich glaube, da gibt es auch in der Forschung. Okay, lass mich das mal machen. Vielleicht musst du einen Stift nehmen oder so, diese Notiz, die wir haben. Wir haben ja Notizen quasi erforscht. Vielleicht können wir jetzt Notizen herstellen. Hier, oder leg sie in einen Kochtopf, um meine eigene Rezeptur zu erschaffen.
Hier, Nils, bestaune meine wunderbare Axt, die eine blaue Farbe hat. Warten Sie, ja, zeigen Sie. Wow! Sie her. Oh, die Hammer! Blauzahn. Axt plus 10. So, jetzt brauche ich Leder. Also gut, dann müssen wir Notizen herstellen. Leder. Dann haben wir ein Rezept und daraus können wir dann... Ey, wollt ihr mir euer Leder geben, was ihr erbeutet habt? In die... Wo rein? Kiste? In irgendeine Kiste legen, dann kann ich... Braucht noch jemand von euch essen? Ich habe Fleisch, was bald verdirbt. Okay, lass uns das mal probieren, Nikola. Aber wir müssen erst alles rausnehmen, nehme ich mal an, oder? Ja, nimm einfach mal alles raus. Hier ist noch Leder. Ich habe Notizen hergestellt, die kann ich jetzt mal hier reinlegen. Jetzt ist hier Holz drin. So, ich packe eine Notiz dazu. Und ich packe jetzt mal diese Meobären rein. Mal nur als Test. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, mach daraus eine Notiz... Oh ja, geil. Jetzt ist Holzkohle entstanden, weil Holz verbrannt ist. What? Nichts Klick. Nee, jetzt wird wahrscheinlich... Moment, wo hast du das gelesen mit den Notizen? Wenn ich über die Notiz habe, steht hier, schreibe deine eigene Text auf eine Notiz oder leg sie in einen Kochtopf, um ein eigenes Rezept zu erschaffen. Aber wie es genau funktioniert? Vielleicht sollte man mal ein normales Fleisch reintun? Fallen lassen. Ah, guck mal, hier steht Rezept erstellen. Ah, stimmt. Das ich klick mal drauf. Warte mal, ich pack mal das. Rezept erstellen. Ah, okay, dann machen wir jetzt hier. Muss ich selber Sachen quasi entwickeln. Leckeres dann, ne? Fleisch. Meo-Burger. Ohne Brot. Und jetzt so. Passiert auch was? Jetzt habe ich das Rezept. Jetzt kannst du es auch mit reinlegen, oder? Das verbraucht sich ja nicht. Moment, jetzt ist weg. Jetzt ist was produziert. Hier, da ist er. Der Meo-Burger. Mach's nochmal auf. Inventar. Tatsächlich. Krass. Sieht sehr lecker aus. Verfallszeit? Ein Tag oder was? Der sieht richtig verdorben aus. Das sieht aber der hat eine super Sekunde, lange Dauer. Schon, das ist gar nicht so schlecht. 2 Tage. Das sieht aber so. Ist tatsächlich Burger geworden. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es ein Burger-Icon ist. Ja, guck mal, Freunde, ihr müsst mal bitte hier euch einen Rucksack, so ein Dings nehmen vor euren Füßen und den Schlafsack einmal hier positionieren, dass ihr dort respawnen könnt. Hast du noch einen? Gibt's einen Schlafraum? Das sind 2. Ich habe 2 gebaut. Da hat Nikola beide genommen. Flo und beide genommen. Ja, da drin vielleicht, oder? Da drin, ja. Hast du eine blaue vor. Axt eigentlich? Ja. Irgendwohin muss ja die blaue Farbe. Macht sich hier zum Warlord irgendwie Luxus, Nils. Was? Das ist Nikola. Ach so, ja, okay. Ich habe eine blaue Axt. Ich hatte noch blaue Farbe übrig. Da dachte ich mir, dann lege ich die doch mal. Aber ich will schon mein eigenes Zimmer haben. Ja, okay. Willst du ein eigenes Zimmer haben? Oder willst du, dass wir alle hier schlafen? Ja, also, ich meine, wenn du unbedingt möchtest, kriegst du ein eigenes Zimmer. Florentin, hast du noch einen Schlafsack? Das ist mein noch. Sekunde, ich platziere einen. Aber ganz bald platzieren, dann nehme ich den anderen auch noch. Warte mal. Oh, nebeneinander, das ist doch schön gemütlich. Ich schlafe nicht in der Mitte. Ja, wer schläft in der Mitte freiwillig? Hat Nils sie schon geclaimed? Ja, ne? Ja, das ist okay. So, wie funktioniert das jetzt? Du wolltest meinen Schlafsack claimen? Allein, dass du das laut aussprichst? Nee, ich muss ja einen claimen, aber Florentin muss mir die Besitzer übertragen. Ah, doch, Besitzer Dino Pino. Jetzt hast du 2 Schlafsäcke. Ja, dann musst du jetzt noch einen nehmen. Okay, passt, dann passt doch. Geil, dann nehme ich den kurz. Ja, gut. Dann reiß ich den kurz wieder ab. Ich glaube, ich mache jetzt die Meo-Burger überall draus, weil die halten sich viel länger als die... Das ist vielleicht die neue Art von Kühlschränken. Als das gegrillte Fleisch. Ja, das ist super. Die können wir dann mit auf Tournee nehmen. Tournee? Die große Tournee? Ja, ist so. Wenn wir gleich auf Reisen gehen, dann packen wir uns langhaltende Lebensmittel mit. Ist doch super. Hast du noch ein bisschen Leder übrig, Nils? Ja. Ist schon alles weg. Nee, aber ich kann auch ein Dino kurz jagen. Ach, aber da sind 65 Bären draufgegangen. Ach, der nimmt als Rezept... was alles drin ist und auch die Verhältnisse, ich verstehe. Ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt machen wir das nochmal neu. Leute, ich werde jetzt heute hier ein paar kulinarische, exquisite Rezepte kreieren. Das ist der absolute Hammer. Eine Lasagne zum Beispiel. Ey, wir können auch so Beete anlegen, oder nicht? Ja. Das ist Florentins Aufgabe. Ja, mache ich auch. Habe ich auch schon geil am Start. Alter, wie krass.
Das ist schon geil, wenn man selber Rezepte machen kann. Oh, hier ist eine Ente. Eine Ente? Ach, so ein... Wer ist die nochmal? Sag ich nicht. Ein Dodo. Körper ziehen. Weg ihr. Rohes Fleisch und Leder. Ach, so. Habe ich keine Wände mehr. Was habe ich jetzt für Bären? Das andere? Ja. Jetzt fehlt mir wieder Stroh, ne? Das kannst du auch. Benommenheit zu verlieren, aber macht durstig. Ah, Gegenmittel. Hier ist. Ah, die Meobeere ist nicht so lecker. Die Tintobeere ist sehr lecker. Ja, gut. Gelber Farbe. Wir hatten da seinen Schlafsack weggemacht. Ich musste den. Ja, Florian hat leider platziert, deswegen konnte ich da nicht schlafen da drin. Aber du hast jetzt keinen. Ich muss ihn nochmal neu platzieren. Warum ich kann das gerade nochmal neu herstellen. Weil es dein Schlafsack war. Er lässt mich nicht in fremden Schlafsäcken schlafen. Können wir eine Holztür? Ah, die Meobären sind recht selten, glaube ich. Oh, geil. Tinto-Narkobeere. Ah. Tintobeere, Azulbeere. Das ist ja abgefahren. Ja, Leute, jetzt lege ich mal hier ein schönes Beet an. Oh ja. Ja, vielleicht waren nicht alle so. Oh, geil. Ja, das ist, glaube ich, kein schlecht. Du sagst das jetzt als Vulgär-Witz. Ja, aber ich glaube, da ist was dran. Wo legt man denn Beet an? Ich kann die richtig geil bauen. Ja, ein bisschen in der Nähe vom Kochtopf vielleicht. So. In der Küchennähe. Holzstein, Stroh brauche ich. So, das ist nun meins. Schnellreise-Items. Ah ja, aber irgendwie ärgert mich das mit dem Wasserschlauch. Das wäre so viel Komfort. Ich konnte den schon mal auffüllen. Ist der kaputt oder so? Meiner hat nur noch 1,5. Und der füllt sich auch nicht mehr auf. Oh, hier kommt wieder hier Piranio. Ah, okay. Ich kann den verbrauchen und dann ist er wieder voll. Ah, alles klar. Okay. Also wenn du im Wasser stehst, kannst du einfach richtig vielleicht hatte ich was eine Waffe in der Hand und konnte deswegen nicht auffüllen. Ich habe auch eine Axt in der Hand, das hat funktioniert gerade. Jetzt, wenn du jetzt einfach mal die Taste drückst, die 6 oder so. Ich hab's doch. Oder das Inventar öffnest und einfach E drückst auf das Item. Ja, so geht's. Das geht. Aber... Okay, ja. Gut. Okay, nicht ideal. Oder wieso geht das nicht? Nee, kriegen wir alles hin. Musstest du jetzt einen Schlauch reinlegen, einen Wasserschlauch für das Rezept? Nein, es ist nur Beeren und Fleisch war drin. Vielleicht gibt's noch einen besseren Burger, wenn man noch Wasser dazu tut. Nikola, sei mir nicht böse, ist jetzt aber ich will nie bei dir auf eine Dinnerparty erscheinen. Die Sloppy Burgers von Nikola. Wir haben noch kein Öl, wir brauchen noch irgendwas zum Anbraten. Aktuell ist es ein bisschen noch nicht so... Ich weiß nicht. So ein angebrannter Burger ist auch lecker, aber es gibt vielleicht noch eine bessere im Bal. Mann, was ist denn hier immer so schwer? Das Holz ist so schwer. Bei Kesselfleisch gibt's doch auch, also von daher. Das musst du als Bayer doch kennen, Florentin. Kesselfleisch? Lecker Kesselfleisch essen, ja doch. Schön im bayerischen Dorf. Okay. Das fand ich lecker, Mann, aber... warum bin ich überladen immer? So. Erstmal Gewichtlevel. So. Ja, ich level alles in Gewicht gerade. Oh, da ist ein Bär! Schießpulver! Leuchtpistole! Ach, das ist eine Leuchtpistole, das ist ja langweilig. Lederhose, Lederhemd, boah! Yes, jetzt sind wir jetzt. Ich sehe mich in der Modeindustrie. Lederhut. Was fehlt mir? Holzwand. Kompostbehälter. Ach, diese vermaledeiten Fasern, ey. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe auch so Kartoffelsaat und den ganzen. Also das. Saat? Mhm. Ich habe mehrere Saat. Wo hast du die her? Weiß nicht, habe ich gesammelt, glaube ich. Willst du die nutzen? Gerne, mach nur mal. Aber gibt es sowas wie Schilder oder so, dass man so ein bisschen die. Ja, kannst Schilder bauen. Das können wir dann vielleicht mal ein gutes Archivsystem machen? Auf jeden Fall. Und du kannst auch Kisten benennen. Also. Muss man ein bisschen Fasern sammeln. Die kann auch Nils mal umbenennen, die Kisten vielleicht. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall Ordnung. Wir machen gleich noch ein richtig schönes Kistenlager. Oh, was ist das? Oh, wer hat angegriffen? Was? Wo? Ah. Wo bist du? Wow. Ich komme zu dir. Grün. Ich sehe nichts mehr. Ich nehme meinen Speer. Oh, das ist ein Schieß. Oh, shit, Nikola. Ah, ich hab ihn. Oh, du hast ihn.
Ah, oh, die Lymphosaurus. Kommt der in die Basis gelaufen? Das ist ja frech. Oh, wow, ey. Der wurde schon gelootet. Stark. Das ging schnell. Sehr gut. Pünktlich zum Looten war ich da. Nicola, willst du das übernehmen mit den Kleidungen? Ja, ich dass hab schon mal Leder für uns alle baust? Ja, das mache ich doch. Man kann auch Ordner anlegen. Das ist ja verrückt. Im Inventar kann man sich Ordner erstellen. Gute Idee. Das ist so ein richtiges Nicola-Spiel, glaube ich. Ja, aber echt. Großer Fan. Oh, Leder. Oh, wir brauchen richtig viel Leder. Eieiei. Da muss ich jetzt mal auf den Raubzug gehen. Ich bin hier echt in der Sackgasse, weil ich kann mich nie mehr bewegen. Hast du dich eingebaut? Ja, mich eingebaut. Aber ich baue mir jetzt eine Kiste, damit ich das was ablegen kann. Oh, was so, ist hier los? Tiere, wo seid ihr? Komm mal aus diesem Baumodus raus. PIN-Code festlegen für die Kiste. Leute, wie gut. Das kann ich jetzt hier nicht. Sind du? Stegosaurus? Oh Gott, nee, lieber nicht. Stego? Oh, es geht auch. Was ist das für das Level aktuell von dem? Guck mal. Kann man Stegos reiten? Ja, ne? Das geht doch. Ich glaube, jeder Dino hat einen eigenen Sattel. Das ist ein bisschen. Ich glaube, Zähmen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das ist noch nichts für jetzt. Hallo, Leute, ich habe, glaube ich, was rausgefunden. Was denn? Wenn man auf Steine schlägt, kriegt man mit der Axt mehr Stein. Und mit der Spitzhacke mehr Feuerstein. Ja, das ist super. Ich glaube, es gibt immer für jeden Abbau auch noch so unterschiedliche Multiplikatoren für die Werkzeuge, die man dann verwendet. Das ist gut. Ja. Klingt logisch. Das ist doch eigentlich viel besser, so eine schöne Treppe. Ich baue jetzt einfach ganz viel Shit. Brauche ich Holz natürlich. Holz, Holz, Holz. Stein. Stein. Holz. Nee, das. Jetzt wollen wir mal ein Beet bauen. Wer hat Lust, ein Beet zu bauen? Ja, Florentin, unser Ernährungsminister. Warum braucht man so viel Stein für ein Beet? Ja, aber ich kann jetzt mit meiner Axt richtig viel Stein generieren. Ja. Oh, wie viel Stein kann man jetzt auch nennen? Oh, jetzt kann ich ja nicht mehr laufen. Aber warum nimmt man da eine Pickaxe denn mal? Ja, das ist auch komisch, egal. Ne? Also was ist denn auch der Unterschied zwischen einem Feuerstein und einem Stein genau? Ist da kein Fundament drunter? Das habe ich als auch nicht. Also, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Mit Stein. Müssen mal Dr. Nils fragen, der kennt sich da aus. Ja, was kann ich für Sie tun? Herr Nils, was ist denn der Unterschied zwischen einem Feuerstein und einem Stein? Nun, es sind selbstverständlich die kleinen Sulfurkristalle innerhalb des Steins, die für die nötigen Explosionen zuständig Explosion. Sind. Die kleinen natürlich, Miniatur-Explosionen. Oh. Ich habe ein Hochhaus gefunden. Was soll das sein? Ein riesiger Turm, oh Gott. Was? Wir sind nicht alleine. Am Horizont steht ein riesiger Turm. Das ist eine Lüge, das kann nur eine Lüge sein. Also wir haben jetzt einen Treibhauseffekt. Oh, Treibhaus, okay. Oh Gott. Nicht gedüngt, nicht bepflanzt. Wie viel können wir diesen Planeten zerstören? Kannst du mir deinen Samen geben, Nils? Ja, die habe ich in die Kiste. Kann ich dir meine Fäkalien geben, Florentin? Ja, bitte, ich brauche Samen und Fäkalien, bitte. Okay. Soße verdursten, das ist ja nicht so gut. Und das so machen? Wo sind denn eure Fäkalien? In meinem Inventar, natürlich. Leute, das geht nicht. Ihr könnt das nicht für euch selber behalten. Eine Wand? Nee, für die Wissenschaft. Hier, da in der Kiste sind die, hier, in der ich jetzt bin. Ich sammle die alle in einer Windel an und dann. Sehr gut. Sehe ich nicht schon noch eine Wand? Ich bin schon sehr fortgeschritten. In der, das sind Samen. Kartoffelsamen hast du gesagt, Nils? Ja. Oh. Wahnsinn. Und Fäkalien haben die was sind gefunden? Wo sind die denn? Kartoffelsamen? Leute, wir brauchen dringend ein besseres Organisationssystem. Ja, daran arbeiten wir jetzt. Das kommt ich glaube, welcher Minister ist dafür zuständig? Ich bin mir gerade unsicher. Ich kann das gerne machen. Sehr gut. Oh, scheiße, ich verdurste. Das hatte ich auch gerade. Immer schon ein Gefühl, einen Wasserstoff dabei haben. Leute, bitte, ich brauche eure Fäkalien. Jetzt bitte, seid jetzt nicht geizig. Sind nicht mehr da. Die haben sich zersetzt. Seid es nicht geizig, im Ernst.
Oh, ich hab mich verdurstet. Ich melde mich, sobald ich wieder mal muss, okay? Warte, Fäkalien. Hast du noch was für mich, Nils? Nee, ich habe nur verdorbenes Fleisch. Aber vielleicht kann man auch mit Kohle düngen, oder? Ist Kohle nicht auch ein Dünger? Kannst auch kompostieren. Gibt's doch hier so auch. Warte mal, ja, gucken wir das mal. Aktivkohle meinst du? So ist gut. Zack. Zum Entgiften und zum Düngen. Wäre doch mal ein Werbespruch. Okay, dann machen wir hier ganz viel Kisten gleich. War denn meine Kohle, ey Leute, das ist auch wieder überladen. Handhabungsgedöns. Auswählt bitte dunkel. Nein, schon wieder? Unser Triceratops kommt zu uns, ja. Wo ist ein Tricera? Bei dir? Ja, beim Licht, ja. Oh. Der ist auch das Level 1 noch, den kann man zähmen, glaube ich. Wo? Hier bei mir. Oh, geil, ein Trizi. Zähmst du den? Als Reittier können wir drauf reiten? Ja, wir bräuchten einen Sattel dafür, einen entsprechenden. Oh, ich hab noch keinen dafür. Ich glaube, der kommt erst später, der Triceratops-Sattel. Aber warum hat der so krasse... Hatte der so krasse Hörner oben auf dem Rückenschild noch? Also wenn das Spiel das sagt, ich glaube, das ist da sehr realistisch. Wow! Wow, Level 2 ist der jetzt schon. Wie kann man den... Oh, ist der angestiegen? Oh. Ja, hat mich gesehen, er hat mich überlebt. Deswegen, wow, geil. Könnte natürlich auch Leder gewinnen aus ihm. Das wäre die Alternative. Oder wir nehmen ihn als Haustier. Wir nehmen ihn als Haustier, okay? Erstmal schafft er hier rum, aber dann wird er gezähmt. Ja, zähmen finde ich super. Ich meine, der ist ja auch auf dem Cover vom Spiel, von daher. Der Trizi? Ja. Leute, ich brauche dringend Fäkalien. Wirklich, das ist jetzt albern. Das kann doch nicht sein. Aber wir müssen mehr essen und dann bekommen wir mehr Fäkalien, oder? So vom Ablauf her. So, ja, was kostet gute Idee. Dann futter ich mal ein bisschen Fleisch. Das ist deine Aufgabe jetzt, Nikola, Fäkalien herstellen. Ja. Ich opfere mich. Hatten wir noch. Ah ja, genau, jetzt pass mal. Lass mich mal. Fleisch. So, hier ist Kohle. Wunderbar. Also, wir brauchen Meobeeren. Nee, ich glaube, ich wollte ein neues Rezept machen. Und zwar, wie kann man denn eine gewisse Anzahl, also wie kann man so Stacks auflösen? Mit rechter Maustaste. Stapel teilen heißt das, genau. Stapel teilen, Menge teilen. C. Metall habe ich gefunden. Oh, Metall. C. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt machen wir ein neues. Ich habe noch genug Meobeeren. Ich hab noch Meobeeren, 8 Stück. Kannst du mir die geben oder neben den Kochtopf werfen? Warte, ich lasse mal fallen. Super, hier. Danke. Das gibt's doch hier gar nicht. So, jetzt mache ich nämlich ein neues Rezept mit 10 Fleisch und 10 Meobeeren. Dass das nicht mehr so albern ist. Geil. Wo sollte meine Samen hin tun? Moment! Hier ist ein Fleisch verschwunden. Ah, das ist verdorben, glaube ich. Damit kannst du auch Sachen machen, oder nicht? Mit verdorbenem Fleisch. Ja, das stimmt. Das brauche ich für diese Narkosemittel. So, jetzt 10 Meobeeren, Stapel teilen. 10. Warum ist denn hier eigentlich dieser, Und jetzt? Dieses Beet so weit weg. Ah, Nikola, wie hast du Notizen gemacht? Ja, da hinten ist ein Bär. Was habe ich gemacht? Wie hast du Notizen gemacht? Das ist ein riesiger... Ich habe die Herstellung aus Fasern und Stroh. Kannst du die herstellen? Ah, die muss ich wahrscheinlich noch erforschen. Nee, du hast schon freigeschaltet. Warte. Du hast die schon gemacht. Ah, ich habe noch 2 Notizen übrig, kann die auch mal droppen. So. Danke. Die hat man quasi schon erforscht beim Start. So, jetzt pass auf. Jetzt seid mal. Gespannt. Also 10 Fleisch, 10 Meobeeren. Jetzt kommt hier eine Notiz noch mit rein. Jetzt kommt Rezept herstellen. So, und hey, jetzt. Leder dabei, was? Meo Burger Royal. Mm. Und jetzt kann ich hier auch die Farbe verändern. Oh Gott. Oh Gott. Ja gut, das sieht jetzt nicht so appetitlich aus. Ich habe Fäkalien für dich. Florentin. Yes, danke. Endlich. Es ist passiert. Wie hast du das gemacht? Jetzt, Achtung, ja, Rezept erstellen. Jetzt kommt das Rezept. Wieder in den Kochtopf. Drag and drop. Genau.
Vielleicht musst du nochmal neu aufmachen. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Warte, ich entzünde am besten. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn ich das Feuer entzünde, dann... Noch mehr. Ich glaube, du musst die anderen Notizen rausnehmen. Oh, okay. Ist jetzt schon entstanden, der neue Burger? Ey, Florentin, ich geb dir mal Fleisch. Ja. Oh, so, und stark. Jetzt packe ich... Ja, nimm mal das Fleisch, Florentin, dann kannst du was so geiles mit braten. Ja, packst du halt gleich rein in den Kochtopf, oder? Brauchen wir doch eh für die Burger. Oder machen wir einen vegetarischen Burger. Achso, ich wollte die Fäkale noch geben. Ich pack die mal. Welche Kiste ist jetzt, Nils? Ja, ich bin noch gerade dabei, erst eine Ordnung zu. Lass mich die Sekunde. Achso, du verpierst die noch, okay. Ja. Dann pack ich mal hier Sahne rein. Also, solange der das Rezept drin ist, wird er das immer herstellen, solange er genug hat. Könnt ihr mal alle Meobeeren in den Kochtopf werfen? Jawohl. Falls ihr welche habt. Das machen wir so. Ich habe nämlich, glaube ich, auch noch Meobeeren. Glaube ich. Jetzt sind meine Fäkale nicht. Füll die mal in die Kiste hier rein. Danke. Dann kannst du dich mal bedienen. Ach, an die, die am nächsten steht. Wir brauchen jetzt natürlich noch viele andere Rezepte, ne? Für alle anderen Bären. Ja, aber ich glaube, es gibt nur eine Bäre, die quasi Grit verbessert. Zumindest ist die einzige Bäre, die habe gekotet. Ah, sehr gut. Einfach abgekotet, so mitten. So. Dünger 1000. Jetzt aber das alte Wasserproblem, ne? Was fehlt ja, du kannst ja was Faser, aus Gott, diese Fasern Scheiße nehmen. Dieser Beutel, der will mir noch nicht. Ich glaube, ich mach mal einen Beutel, der im Inventar bleibt und nicht in die. Ich hab schon wieder. Nicht in der Aktionsleiste ist. Was fehlt mir jetzt? So. Ich versuche jetzt mal das Beet zu bewässern. Also, Wasser, Wasserschlauch. Ah, da sieht man auch den Fortschritt, wie schnell das produziert wird. Das ist fürchterlich. Der Burger. Oh, stark. So. Jetzt habe ich Wasser im Schlauch. Jetzt gehe ich zum Beet. Ja, wie geht das jetzt? Ja, hier trinke ich es immer selber leer. Ich trinke immer selber alles leer. Ich glaube, du musst es reinlegen ins Inventar, oder? Das nicht? Inventar öffnen? Warte mal. Doch mal ja, aber das Problem ist, dann ist immer der Wasserschlauch drin, aber nicht das Wasser selbst. Ach so. Okay. Ja, warte, ich fülle nochmal mein Wasser auf. Aber ich habe zwei Fläschchen, ne? Eine im Inventar, eine in der Aktionsleiste. Beide sind voll. So. Jetzt gehen wir hier zum Beet. Das sind die Schilder. Der Holzschild. So, Inventar öffnen und wenn nicht... So, jetzt ist hier der Schlauch drin, der ist voll, aber beim Beet heißt es immer noch 0 von 200 Wasser. Also ich glaube, das Wasser zählt nicht, solange es im Schlauch ist. Ich muss irgendwie das Wasser aus dem Schlauch in das Beet kriegen. Mhm. Pflanze einen passenden Samen ein, gib Dünger und Wasser dazu und mit der Zeit wird eine richtige Pflanze erwachsen. Vielleicht müssen wir erst die Samen reinlegen, oder hier ist ein Mais-Samen. Alter, ist ja einfach nur der Kartoffelsaat kriege ich leider auch nicht rein. Doch, jetzt sind Samen drin. Okay. Vielleicht jetzt kann Wasser ich jetzt Wasser über das Menü hinzufügen. Ja. Hey Leute, das ist ja sensationell, was hier alles geht. Wieso haben wir das nie gespielt? Es hat immer noch kein Wasser, leider. Hm. Es ist jetzt bepflanzt und hat Dünger, aber Wasser kriege ich nicht rein. Warte mal, kann ich das irgendwie übertragen? Das steht hier. Nee, das ist übertragen ist falsch. Okay, den Dünger kann man anscheinend über E hinzufügen, den braucht man nicht im Inventar. Genau, aber Wasser leider nicht. Das ist das Ding. So, jetzt ist Dünger hinzugefügt. Die Pflanze steht hier, Wasser 0 von 200. Richtig, aber wie kriege ich das Wasser rein? Vielleicht muss man da irgendwie so eine Leitung bauen oder so einen Graben graben oder irgendwie sowas in der Ecke. Oh Gott, vielleicht geht das gar nicht so leicht. Dass man da irgendwie... Oder ich baue das Beet ins Wasser? Nee, das ist auch Quatsch, oder? So macht man das doch nicht. Oh, schwimmt da die Erbaum nicht? Gibt es irgendwie sowas wie eine Wasserleitung? Hier. Steinwasserrohr, Ansaugrohr. Oh, stark. Ah, hier kann man tatsächlich ein Wassersystem machen. Oh nein. Okay, ja. Geil. Das ist krass, man kann bewässern, ne?
Ja, okay. Oh Gott, ja gut, dann wünsche ich viel Erfolg. Ah, Freund, du siehst doch dieses Gebäude hier auch, oder? Hinter dir. Das ist. Sollen wir uns halt auch mal angucken. In der nächsten Folge. Da hier hinten zwischen den Bäumen. Hier da hinten, ganz hinten. Ja. Am Horizont. Ja, genau, vor dir. Ja, finde ich auch gut. Horizont. Ja, vielleicht sollten wir da mal aufbrechen beim nächsten Mal. Ja. Wow. Okay, wir haben noch viel vor uns. Ja. Schriften? Ich dachte, wir kämen heute durch, aber dem ist nicht der Fall. Ja, okay. Nicht ganz durchgeschafft. Speedrun nicht geschafft. Mist. Ah ja, okay. Nochmal. Da kann man Ansaugrohr ist für ein Bewässerungssystem gedacht. Behalte ich die dann? Ist da jetzt Wasser dran? Ah, das hätte ich komplett davor stellen müssen. Sieht blau aus. Blau ist schon mal gut, oder? Ah ne, das ist das Rohr selbst. Okay, okay. Das machen wir fürs nächste Mal. Okay, also wir haben viele, viele Pläne, glaube ich, fürs nächste Mal, ne? Ja. Auf jeden Fall. Deswegen, wir müssen jetzt mal zum Feierabend kommen. Vielleicht, ich könnte jetzt den ganzen Tag weiterspielen. Man kommt so, das ist, sobald man einmal drin ist. Ja, total. Ja. Und ich finde das auch gut, dadurch, dass wir die Arbeit geteilt haben, glaube ich, ist jeder schon relativ weit, ne? Nils, du hast jetzt schon richtig viel gebaut. Ja, erstmal alles checken. Und das ist immer, das Ding ist, ich kann so wenig tragen und dann muss man immer wieder zurücklaufen und dann bauen und dann wieder laufen und so. Ja. Deswegen Gewicht ist schon ja, nicht so schlecht. Nee, erstmal Vollgewicht. Ich meine, wir leben hier relativ sicher jetzt noch. Gut, also dann, ich gehe mal rein ins Haus zu meinem Schlafsack. Und pack mich hier hin. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war ARK Folge 1. Ich finde, wir haben eine Menge gelernt. Wir sind völlig arglos und ahnungslos in diese Welt geworfen worden. Sind am Anfang 23 Mal gestorben. Hast du jetzt die ganze Zeit aufgehoben, oder wie? Nein, hab ich nicht. Arglos hast du jetzt wirklich zwei Stunden lang. Nein, hab ich nicht. Hattest du schön in deiner Hosentasche. Na gut, du hast recht. Ich hab's mir schon halb geschmolzen, der Gag. Und jetzt holst du noch mal raus. Aber er schmeckt trotzdem auch, oder? Man muss auch versuchen, keine Bauchschmerzen zu kriegen. Okay, ja. Also, wir sehen uns vielleicht das nächste Mal, weil irgendwie hat uns das Spaß gemacht. Mir doch egal, was ihr wollt. Wir spielen das einfach weiter. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.